Es war ein bisschen wie in der Schule. Wir haben alle die Aufgabe bekommen, ein Buch zu lesen. Aber haben wir es tatsächlich alle geschafft, das Buch zu lesen? Oder mussten Internetzusammenfassungen herhalten? Das erfahren wir jetzt beim Buchclub. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Buchclub. Heute versammelt sind einmal Mara. Hallo, hey. Zugeschaltet aus dem Homeoffice und hier ins Studio geschafft haben es Lisa. Hallo. Und Florentin. Hallo, Lars. Und damit ist meine Aufgabe auch beendet. Ich sollte nur den Code aufmachen, dann jetzt lehne ich mich zurück. Danke. Was haben wir heute vor, Lisa? Danke für diese Top-Anmoderation, ja, lieber Lars. Gerne. Wir haben einiges vor. Wir haben ein Buch gelesen. Nullzeit von Juli C. Haben wir es gelesen? Ja, das wird sich zeigen, glaube ich. Das ist natürlich der Spannungselement innerhalb dieser Show. Und die Frage, hat es wirklich jeder gelesen? Bis vor einer Woche habe ich mir noch gedacht, ich muss eine gute Ausrede parat haben, falls ich es nicht schaffe. Aber ich habe es heute Morgen zu Ende gelesen. Sehr gut. Ich habe es auch gelesen. Ja, es ist ein kleines Experiment so ein bisschen hier auf unserem Donnerstagslot, auf dem wir so ein bisschen uns austoben dürfen. Und wir haben uns gesagt, nicht immer nur diesen sinnlosen, sinnentleerten Quatsch, sondern wir wollen mal richtiges Kulturgut hier feiern und wollen eine Buchbesprechung machen und haben das Buch auch vor 2 Wochen angekündigt. Also falls ihr das mitbekommen habt, hattet ihr die Gelegenheit, das Buch auch zu lesen, um jetzt mitzufachsimpeln und eure Meinung vielleicht in den Chat zu schreiben, falls ihr dabei gewesen seid. Oder vielleicht danach die Möglichkeit habt, das Buch zu lesen oder nicht. Je nachdem, ob es hier zu einem Verriss kommt, ja, und die Autorin nie wieder Fuß fassen kann. Oder wir es loben. Es ist das sinnvolle Sequel zu unserer Referateshow. Jetzt werden wir noch ein bisschen gesettelter und ja, gehen. In 2 Wochen kommt Mathe. Also, wir machen einfach die Schule nach. Das stimmt. Ich habe 2 Disclaimer dabei. Nämlich ein Disclaimer dazu, dass es in diesem Buch sexuelle Gewalt thematisiert wird. Wenn das jetzt für irgendjemanden unangenehm sein könnte, müssen wir euch leider sagen, schaut lieber nicht zu. Ansonsten der 2. Disclaimer. Es ist natürlich so, dass wir in diesem Buch, in dieser Sendung über das ganze Buch reden, also quasi eine kleine Spoilerwarnung. Falls ihr denkt, oh, das will ich jetzt aber eigentlich zuerst lesen, bevor ich mir anhöre, was die 4 Nasen dazu zu sagen haben, dann solltet ihr jetzt auch ausschalten und in 2 Wochen euch das VOD angucken. Denn mit kleinen Spoiler meinst du massiven Spoiler. Massiven, ja, Spoiler. Wir werden über alles reden. Ja. Genau. Und 3. Frage, wie sind wir auf das Buch eigentlich gekommen? Ich glaube, du hast ein paar Vorschläge gepostet. Wir haben uns dann das ausgesucht, was wir am interessantesten fanden. Und das war dann das. Genau. Aber ich glaube, also was hat es damit auf sich? Gibt es da einen gewissen Hintergrund? Warum? Nö, eigentlich gar kein. Juli C. ist ja eine der bekanntesten deutschen Autorinnen. Und da dachte ich mir, dass das vielleicht möglichst massenkompatibel sein könnte. Die anderen beiden Titel, die ich vorgestellt hatte oder vorgeschlagen hatte, waren auch Bestseller. Mhm. Und ich glaube, es ist gar nicht so unpassend. Ich hatte die Auswahl zwischen 2 Autorinnen und einem Autor, weil ich Bock hatte, ein Buch von einer Frau zu lesen. Und das war vor allen Dingen das Kriterium. Ich glaube, es ist vor allem gar nicht so unpassend zur aktuellen Zeit, denn es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die entweder gerade im Urlaub sind oder bald in Urlaub fahren oder gerade im Urlaub gewesen sind. In dem Buch geht es auch um einen Urlaub und deswegen vielleicht gar nicht so unpassend, das auf einer Urlaubsreise zu lesen. Oder nicht, wir werden sehen, ob das... Soll ich mal den Klappentext vorlesen, damit die Leute, die es nicht gelesen haben, wissen, worum es gehen soll. Und zwar ist es ein Zitat aus dem Buch, das heißt, vor knapp einer Stunde hat Theo mal wieder versucht, mich umzubringen. Klingt wie der Anfang eines Krimis, ist es aber nicht. Und dann die Beschreibung. Juli C. gelingt ein brillantes und hellsichtiges Kammerspiel über Schuld und Macht, Lüge und Wahrheit, bei dem ihre Leser alle Gewissheiten verlieren. Die Zitate auch noch? Ich finde es ja immer schwierig, damit kann ich schon mal kurz anfangen, wenn so Frauenzeitschriften Zitate auf Büchern stehen, weil ich manchmal so denke, ist das jetzt wichtig? Ich muss ja sagen, du hast ja wirklich Ahnung von Büchern, du kommst ja aus der Branche, du kannst ja wahrscheinlich diesen Buchrücken lesen wie ein Orakel. Du weißt genau, wie ein Buch. Wie ein offenes Buch. Du kannst es ja lesen, weißt, die Rezension von dem, der hat gar keine Ahnung, oder kannst du da schon was? Naja, also tatsächlich ist es so, hier sind jetzt Brigitte, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Cosmopolitan als Zitate. Und ohne jetzt Brigitte und Cosmopolitan zu nahe treten zu wollen, geht es mir oft so, dass wenn ich auf den Klappen sehe, dass da jetzt diese Medien rezitiert werden, dass ich so denke, keine Ahnung, ob das für mich jetzt irgendwie ein Merkmal für gute Literatur ist, wenn jetzt die Cosmopolitan sagt, das ist eine raffiniert spinnt Juli C. die Fäden ihrer Geschichte über Lüge und Wahrheit, in der wir uns verfangen wie in einem Netz, brillant. Ja, das keine Ahnung. Wir haben den ersten Beef gestartet, Buchclub vs. Cosmopolitan. Coming. Sorry. Vielleicht aber kannst du auch noch diese Inhaltsangabe von, die vorne drin steht, vorlesen? Oh ja, das kann ich auch noch machen.
Wir können auch das ganze Buch erstmal vorlesen. Vielleicht tue ich jetzt jemandem auch total Unrecht bei der Cosmopolitan. Ich muss auch gestehen, dass ich die Zeitschrift noch nie gelesen habe. Nein, ich finde aber Frankfurter Allgemeine... Musst du hart Urteile fällen. Ja. Verrisse müssen an der Tagesordnung sein. Das will ich entschuldigen. Ja. Aber wenn die Cosmopolitan einen Klappentext zu unserer Show heute schreiben will, jederzeit. Ja, das stimmt. Es ist halt so Zeit oder Spiegel wirkt auf den ersten Blick ein bisschen seriöser als so ein O-Ton-Geber. Ich weiß, was du meinst. Ja. Gut, ich lese noch kurz diesen weiteren Inhaltstext vor und dann fangen wir an, wie es uns gefallen hat, würde ich sagen. Darum geht's. Eigentlich ist die Schauspielerin Yola mit ihrem Lebensgefährten Theo auf die Insel gekommen, um sich auf ihre nächste Rolle vorzubereiten. Als sie Sven kennenlernt, entwickelt sich aus einem harmlosen Flirt eine fatale Dreiecksbeziehung, die alle bisherigen Regeln außer Kraft setzt. Wahrheit und Lüge, Täter und Opfer tauschen die Plätze. Sven hat Deutschland verlassen und sich auf der Insel eine Existenz als Tauchlehrer aufgebaut. Keine Einmischung in fremde Probleme. Das ist sein Lebensmotto. Jetzt muss Sven erleben, wie er vom Zeugen zum Mitschuldigen wird. Bis er endlich begreift, dass er nur Teil eines mörderischen Spiels ist, in dem er von Anfang an keine Chance hatte. Hey. Gruselig. Gruselig. Mhm. Ja, es wird auch oft als Psychothriller vermarktet und beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das... dem alle zustimmen werden, aber... Weiß ich nicht so genau. Mal schauen. Ja. Wir hatten uns überlegt, wir sagen einmal in ganz kurzer Form einfach 3-4 Worte, wie es uns generell gefallen hat, bevor wir richtig einsteigen. Okay. Mara, willst du anfangen? Achso, ja. Du Schwein. Na gut, also für mich ist das ein Roman zum Thema Überforderung, zum Thema Weglaufen, weg aus Deutschland, Flucht unter Wasser in den Urlaub. Aber auch ein bisschen vor sich selbst, vor Problemen und vor Verantwortung. Allgemein muss ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Also ich würde mich so im Mittelfeld ansiedeln. Mhm. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich das Buch richtig gut fand. Oh. Richtig gut. Ich habe es sehr gerne gelesen und freue mich darüber, heute sprechen zu können. Ja, es ist erstmal natürlich ein schwieriges Buch, weil es natürlich auch mit dem Leser ein bisschen spielt. Wir haben diese beiden Erzählebenen. Wir haben einmal die Ich-Erzählung von Sven, der Hauptfigur, die uns aus erster Hand erzählt, was passiert. Dann haben wir als zweite Erzählebene aber noch das Tagebuch von Yola. Und im Laufe des Romans wird es immer deutlicher, dass diese beiden Erzählebenen unterschiedliche Geschichten erzählen. Und man dadurch als Leser natürlich auch so ein bisschen hin und her gerissen ist, welcher der Figuren glaubt man, welcher der Figuren misstraut man da. Und dadurch ist man natürlich in dieser Situation, dass man immer in gewisser Weise urteilen muss, wem vertraue ich jetzt mehr, wen mag ich lieber. Und dadurch ist es natürlich, wird man hin und her gerissen und es ist schwierig, das Ganze irgendwie einzuschätzen und da sein Urteil zu fällen. Mir hat der Anfang sehr gut gefallen. Ich fand das ganz toll. Und als ich das erste Mal das gelesen habe mit diesen beiden Erzählebenen, dachte ich, okay, cool. Ich fand es ab dann aber tatsächlich sehr anstrengend und sehr nervig, weil es sich sehr im Kreis gedreht hat. Und das Buch leider von ausschließlich unsympathischen Figuren erzählt. Ja, das stimmt. Und das ist immer schwierig, unsympathische Figuren zu erzählen, weil natürlich will man die in Geschichten haben und die sind natürlich auch toll zu erzählen, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass die einen nicht auch selber die ganze Zeit nerven, ja, auf die Nerven gehen und man irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann. Und da gab es für mich manche Passagen, wo es dann immer, also es geht ja im Grunde auch um eine Liebesgeschichte zwischen Sven und Yola. Also wir haben ja diese zwei Pärchen, einmal die beiden auf der Insel leben, Antje und Sven und die beiden als Touristen dazukommen, Theo und Yola, und natürlich entspinnt sich zwischen diesen Paaren dann auch Beziehungen und es wird fremdgegangen und es wird alles hin und her und es wird dann aber zu einem relativ konfusen, ja, aber gestern doch noch, aber jetzt doch nicht wieder und jetzt schon und hin und her und hin und her. Und das fand ich dann leider sehr ermüdend, was mir dann alles in allem nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Aber da können wir dann gleich nochmal im Detail drüber sprechen. 3 Wörter. Aber ich fand, ne? Ja, es geht halt nicht in 3 Wörter, kann man halt drüber sprechen, aber ich fand insgesamt dann doch anstrengend. Ja, ich schließe mich eher dir an. Ich freue mich voll drauf, da jetzt mit euch drüber zu sprechen, weil, glaube ich, relativ viel verschiedene Aspekte enthalten sind, die man gut miteinander besprechen kann und sich darüber austauschen kann, wie das einem gefallen hat. Aber wenn ich es jetzt nur persönlich gelesen hätte, hätte ich es zwar durchgelesen, weil es nicht viele Seiten hat, aber hätte am Ende gesagt, boah, ob ich das jetzt gelesen hätte oder nicht, ist komplett egal. Genau. Ja, jetzt bin ich natürlich in der Position, als Einziger dieses Buch verteidigen zu müssen. 3 Leute, die überhaupt keinen Spaß hatten beim Lesen. Ich fand es aber auch nicht schlecht, ja, muss so ich kann sagen. Man es auch nicht sagen. Das also, finde ich nicht schlecht, aber Spaß. Das ist allein schon gut, wenn ich ein Buch zu Ende lese, das ist schon mal ein Pluspunkt. Wusstest. Also ich würde jetzt nicht 1 Stern oder 2 geben. So schlecht jetzt auch wieder nicht. Aber auf welcher Skala? Von 5. Ja. Okay. 5 von 7. Nein, 5 Sterne. Aha.
Okay. Es ist natürlich auch, wie du schon angesprochen hast, es geht um sexuelle Gewalt. Und da ist natürlich, also das ist natürlich auch ein positiver Aspekt des Buchs, dass es so bedrückend auf einen wirkt. Aber wir haben gerade auch, also diese sexuelle Gewalt beschreibt Yola, dass eben ihr Freund Theo sie vergewaltigt und missbraucht. Haben wir eben in diesen Tagebuchpassagen, wo wir im Laufe des Buches immer mehr merken, stimmt das denn alles, was die Yola da schreibt? Weil wir aus der ersten Perspektive von Sven andere Fakten wahrnehmen. Und dann kommt man natürlich auch ganz schnell in diese sehr unangenehme Gaslighting-Ecke, mhm, wo man natürlich immer, wenn jemand berichtet von Missbrauch oder Vergewaltigung oder toxischen Beziehungen oder so, will man natürlich alles glauben und so. Aber das Buch drängt einen auch so ein bisschen dahin, zu sagen, stimmt denn das alles, was die erzählt? Ist es denn dabei? Und das ist natürlich auch ein guter Effekt, wenn ein Buch das auslösen kann. Aber man kommt in ganz unangenehme Debatten mit sich selbst, weil man merkt, okay, jetzt diese Person, die da Opfer des Missbrauchs ist, wird auch als recht unsympathische Person dargestellt und dann erwischt man sich dabei, wie man vielleicht hier und da ihr eine Lüge unterstellt, erwischt sich dann aber, nein, das darf ich dann doch nicht. Also es spielt schon mit den eigenen Erwartungen und dem eigenen Urteil, macht das aber gegen Ende auch sehr transparent. Also sagt dann auch, ja, ich habe das jetzt alles aufgeschrieben, weil es ja diese Unterschiede gab zwischen dem Tagebuch und meiner Erzählung und damit das alles mal klar ist. Also da fand ich es dann fast schade, dass es in diese Metaperspektive geht, wo dann nochmal alles aufgeklärt wird und gesagt hat, so, anstatt dass man das so ein bisschen stehen lässt. Aber das ist natürlich schwierig, weil man am Ende eigentlich gar nicht gut sagen kann, was passiert ist, weil man von vielen Dingen eben zwei Versionen gehört hat und gar nicht weiß, was tatsächlich passiert ist. Ja, es ist so insofern quasi ein befriedigenderes Ende für uns als Leserinnen und Leser, weil es so eine ganz klare Aufklärung gibt. Aber ich hätte es, glaube ich, auch spannender gefunden, wenn diese Spannung gehalten wird und man bis zum Ende eigentlich nicht weiß, was es ist. Aber ja. Genau, bevor wir jetzt hier richtig in den Tiefgang dieser Diskussion eintauchen werden, wortwörtlich, es gibt einiges zu besprechen, glaube ich. Machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Nur ganz kurz. Ein Spot. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung. Ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, lebe wohl, Holdemite! Oder wie wir Gamer sagen würden, GG! Scheiße! Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro Amazon-Gutschein sichern. Also wir hoffen natürlich, dass möglichst viele von euch das Buch auch gelesen haben und auch fleißig mitkommentieren und diskutieren in den Kommentaren. Aber für alle, die sich gesagt haben, ach, ich schaue mir diese Show jetzt mal an, müssen wir natürlich trotzdem noch mal grob erklären, was ist eigentlich insgesamt da alles passiert in diesem Roman. Lisa, da bist du doch prädestiniert dafür. Ich soll das jetzt machen? Ja, oder? Ich probiere es mal und ihr ergänzt mich, bitte, ja, wenn ich irgendwas Elementares vergessen habe. Ganz grob haben wir es schon angedeutet. Der Roman spielt an sich auf Teneriffa, einer, glaube ich, fürs Tauchen bekannten Insel. Und Sven, Lanzarote? Wirklich? Oh, ist es auf Lanzarote? Eine komplett erfundene Insel gewesen? Ich dachte, es ist Lanzarote. Lahora? Es klang zumindest sehr nach Lanzarote. Also ich habe heute noch mal Lahora gegoogelt, um zu gucken, was das für eine Insel ist, weil sie heißt Lahora. Heißt nicht Lahora der Ort, an dem die wohnen? Kann auch sein. Ich habe es gegoogelt und nicht gefunden. Und dann kam aber Lanzarote als erstes. Ist nicht, glaube ich, ist Lanzarote. Richtig, was ist auch egal. Und sie hat schon mal ein Buch abgeschrieben mit Lanzarote. Ihr habt recht, dass es Lanzarote sein wird. Ja, genau. Sven ist ein Tauchlehrer auf dieser Insel. Aussteiger, wie Mara das eben schon gesagt hat.
und hat irgendwie so gefühlt komplett mit Deutschland abgeschlossen. Hat vor allen Dingen sich eben auch vorgenommen, sich bei seinen Kundinnen und Kunden nichts einzumischen, was sie ihm aus Deutschland erzählen oder in deren Beziehungen und so weiter. Und Jola und Theo kommen dann dort auf die Insel an. Jola ist eine Schauspielerin, die in so einer Daily Soap oder sowas in der Art spielt und, glaube ich, um die 30 ist und als letzte Chance jetzt sieht, in einem Spielfilm eine historische Figur zu verkörpern, die Taucherin gewesen ist und deswegen will sie tauchen lernen. Und Theo ist ihr Freund, der Schriftsteller ist, einen erfolgreichen Roman geschrieben hat, seitdem nie wieder was veröffentlicht hat und die eine sehr, sehr weirde Beziehung miteinander führen. Und es gibt dann als vierte Figur noch Antje, das ist die Freundin von Sven, die eher immer nur in den Erzählungen so grob mit vorkommt, weniger präsent ist als die anderen drei Figuren, die mit Sven damals nach Lanzarote ausgewandert ist. Genau, und dann entspinnt sich über 14 Tage letztendlich deren Geschichte. Einerseits eben geschildert von Sven in einer chronologischen Abfolge und von Jola, wie du es schon sagtest, in so Tagebucheinträgen. Und das fand ich eben wirklich auch spannend an dem Ganzen, diese verschiedenen Perspektiven und den Perspektivwechsel. Und je mehr man in die Geschichte eingetaucht ist, dann auch die Verschiebungen zwischen dem, was die beiden schildern, weil zu Beginn denkt man ja einfach nur, ah, okay, interessant, die Geschichte wird aus zwei Perspektiven geschildert. Aber nach einer gewissen Zeit stellt man fest, dass sie sich dann irgendwann unterscheiden. Und da habe ich mich gefragt, habt ihr das erwartet, dass das nochmal so aufgelöst wird in dieser Metaebene ganz am Ende? Oder dachtet ihr, dass einfach eine verzerrte Perspektive oder eine verzerrte Wahrnehmung bei den verschiedenen Figuren existieren. Verstehe ich nicht. Naja, ich dachte die ganze Zeit, wer von den beiden hat denn jetzt recht? Spinnt eine Person von den beiden und hat eine andere Wahrnehmung des Ganzen? Dann willst du einmal schon aufklären, was am Ende der Twist ist. Ja, ich glaube, sonst ergibt es keinen Sinn. Ja. Ne? Florentin. Es gibt einen Twist? Es gibt einen Twist? Meinem Empfinden nach gab es einen Twist, deswegen meine Frage danach, ob ihr am Twist. Ende überrascht gewesen seid. Nee. Also, Mara, hast du den Twist erlebt? Dass er das schreiben sollte, oder was? Ja, also dass es von ihr die ganze Zeit Berechnung war für mich so ein Mini-Twist. Aber im Grunde, also so, diese Juristin am Ende sagt ja dann, einer von euch beiden ist genial. Also ich glaube, am Ende ist es gar nicht so krass aufgelöst, wer da jetzt gelogen hat oder wer nicht. Ja, weil selbst die Juristin das nicht auseinanderhalten konnte, oder? Naja, also ich habe schon das, also jeder kann ja mal sagen, wie er das Buch verstanden hat. Offensichtlich haben wir unterschiedliche Bücher gelesen. Nein, ich habe das jetzt nicht unbedingt so verstanden, dass es jetzt hundertprozentig berechnend war von ihr, weil ich ihr diesen Kniff schon gar nicht mehr zugetraut hatte. Ich habe einfach sie als kaputte, natürlich durch Vergewaltigung und Missbrauch zerstörte Persönlichkeit gesehen, die auch in gewisser Weise auch wahnsinnig geworden ist und deren Tagebücher dann eben sehr krass von der Wirklichkeit sich unterschieden haben. Also ich glaube schon, dass das, was sie geschrieben hat, nicht gestimmt hat. Kann natürlich auch anders interpretiert werden. Es ist ja auch ein Psycho-Thriller, wo man dann auch immer so ein bisschen auf diesen Plot-Twist auch gewartet hat. Der kam bei mir nicht. Okay. Aber du meintest dann, okay, das war alles so aufgebaut für diesen Mord. Genau. Genau, also man muss diesen Mord erklären. Also wie gesagt, dieses Touristenpärchen ist eben 14 Tage lang da und will dort eben tauchen lernen. Und in diesen ganzen Tauchsessions kommen sich eben Sven und Jola immer näher und es entspinnt sich eben diese Affäre zwischen denen, die Theo aber auch relativ schnell bemerkt. Und es wird eben auch klar, dass das anscheinend häufiger vorkommt in deren Beziehung, dass Jola mit anderen Männern was hat. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine sehr merkwürdige, toxische Beziehung, dass die immer gegenseitig sich versuchen zu schaden, auch indem sie mit anderen Partnern was haben und hier und da. Und ganz merkwürdige Gängeleien kommen da zustande. Und wie du auch gesagt hast, Jola will eben diese Rolle haben, der Lotte. Und ganz am Ende wird eben bekannt gegeben, dass sie diese Rolle nicht bekommen hat. Also diesen ganzen Tauchaufenthalt eigentlich mehr oder weniger umsonst war. Und kurz danach kommt es noch zu einem großen Tauchexpedition, auf die Sven eben die ganze Zeit hingearbeitet hat. Das ist ein großer Traum, seinen 40. Geburtstag, dieses Wrack zu ertauchen. Und bei dieser Tauchexpedition kommt es dann am Höhepunkt zu einem Mordversuch. Jola versucht ihren Freund, so wird es zumindest dargestellt, zu ermorden, schlägt ihm auf den Kopf und wirft ihn bewusstlos ins Wasser mit Gewichten. Und der kann dann aber noch gerettet werden von Sven und wiederbelebt werden und alles geht's gut. Und danach stellt sich eben die Frage, war diese gesamte Geschichte geplant von Jola, um Sven diesen Mord zuzuschieben als eifersüchtiger
Liebhaber hier von Jola, die ja mit Theo zusammen war, hätte er ein Motiv gehabt, ihn umzubringen. Und deswegen steht ihm im Raum, okay, was davon war echt, was war Manipulation, was war Verführung, was war alles kalkuliert? War das, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat, dass diese ganze Beziehung eher von ihm ausging, die Wahrheit oder eben nicht, sondern wollte ihm die nur ein Motiv unterstellen? Also um das alles mal zu spoilern. Genau. Ja. Also ich weiß schon, was du meinst, dass man dann zum Schluss feststellt, das war ein großer Plan, aber ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Okay. Es war schon so, ich habe jetzt nicht das Kommen sehen oder so, aber es hat ja eigentlich grundsätzlich wie ein roter Faden ging das ja quasi durch die ganze Geschichte, dass sie alles staged und irgendwie sich ständig irgendwelche Sachen überlegt. Und deswegen war das für mich dann zum Schluss sehr, sehr schlüssig und nicht groß jetzt ein Plot-Twist. Wobei ich mir die Frage gestellt habe, warum dieser Mordversuch? Weil so wie das klang, diese Beziehung, klang das ja, als würde das regelmäßig vorkommen, dass Jola mit anderen Männern irgendwas hat, sie versucht, ihn eifersüchtig zu machen, sie fügen sich gegenseitig Schmerzen zu in dieser sadomasochistischen Beziehung hin und her. Und damit ist eigentlich Sven in dieser Konstellation ja nur eine untergeordnete Person. Die wird wahrscheinlich in jedem Urlaub eine ähnliche Situation haben und mit irgendjemand anderem fremdgehen. Aber warum dann dieser Mordversuch, der ja dann irgendwie was verändert in ihrer Beziehung, wo sie wirklich sagt, jetzt bringe ich meinen Freund um nach all den schrecklichen Dingen, die er mir angetan hat. Warum das? Das ist ja schon eine Frage, die sich stellt. Was hat Sven oder was hat diese Situation da verändert? Oder hat es was mit Lotte zu tun, dass sie ihre Hoffnung verloren hat, noch eine angesehene Schauspielerin zu werden? Wir haben da natürlich auch diese Vaterbeziehung drin, dass Lotte diese einzige Rolle sein sollte, die sie nicht über ihren Vater bekommt, sondern das erste Mal sie alleine es geschafft hat, eine Rolle zu bekommen. Und in dem Moment, in dem sie dann die Rolle nicht bekommen hat, entlädt sich das irgendwie, also diese Parallele zwischen ihrem Vater und Theo wird ja auch angedeutet, dass sie den Hass oder die Enttäuschung auf ihren Vater überträgt, auf ihren Freund und man in diesem Leidensgefüge dann steht. Vielleicht ist das der Grund, aber das müssen wir natürlich klären, um zu verstehen, wie dieser Mord überhaupt gemeint ist, wo der überhaupt herkommt, was sich da überhaupt verändert hat in der Situation. Ja, wollen wir, bevor wir so große Fragen klären, doch noch mal so, du hattest im Konzept vorgesehen, dass wir mal über die einzelnen Charaktere sprechen. Passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht als ersten Charakter, den man besprechen könnte, was auch so, ich habe nicht so viele Kritikpunkte in diesem Buch, aber die Antje hieß sie, ne? Ich bin schlecht mit Namen. Antje war ja nun wirklich komplett sinnvoll, also die hat es nicht gebraucht, die hatte keine Tiefe, genau, die ja, Freundin von Sven. Da hätte ich mir, das wäre das Einzige, was ich gesagt hätte, okay, wenn man mir diese Person ein bisschen schmackhafter gemacht hätte, diese Beziehung zwischen den beiden ein bisschen glaubwürdiger irgendwie erzählt hätte, dann hätte es mich auch mehr getroffen, dass er letztendlich ihr fremd geht und sie dann irgendwann ihn verlässt. So muss ich sagen, sie ist eigentlich total egal als Person, zumindest kam es mir so rüber und deswegen ist sie eigentlich, ja, sie ist mir egal. Ja, wie Sven halt auch. Ja. Das ist ja das Ding. Aber die finde ich auch tatsächlich die schwächste Figur, weil die auch am Ende dann noch so einen ganz komischen Wandel dann plötzlich macht und am Ende bringt sie dann irgendwie den Gecko um und ist dann doch schon ein Jahr fremdgegangen und so, wo du denkst, was? Was soll das denn jetzt? Wobei man nicht weiß, ob sie den Gecko umgebracht hat oder ob der an Altersschwäche gestorben ist. Oder ja, so, ne? Ich glaub schon, aber hat es doch im ganzen Raum nach Insektenspray gerochen. Ach so, ja, stimmt. Also es klang schon sehr nach Mord. Und Emil war meine Lieblingsfigur. Nach Mord. Emil, der Gecko, war deine Lieblingsfigur. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass diese Darstellung total passt, dass Antje untergeht quasi. Weil das ja auch genau das ist, was Sven sucht. Also Sven, die Figur, durch die Hauptfigur, durch die wir das Ich-Erzähler sehen, wird ja dadurch definiert, dass er sich eigentlich von allem distanziert. Auch diese ganzen Tauchszenen sind ja immer wieder betont, wie er schweben kann, wie alles still um ihn ist, wie er alles ausblenden kann. Das ist ihm ja wahnsinnig wichtig. Und er nennt Antje auch nie ja seine Freundin. Ja, ja. Irgendwas in der Richtung. Die ist halt da, die ist mit ihm ausgewandert und man schläft ab und zu miteinander. Aber also die ist ja auch eigentlich die perfekte Nicht-Freundin, Nicht-Beziehung, die halt irgendwie da rumschwebt. Und deswegen halt überhaupt gar nicht vorkommt, wie alle anderen in seinem Leben, die er so völlig von sich weghält. Das ist ja eine reine, nur unter Wasser sein will. Ja, das ist ja eine reine Zweckgemeinschaft, die letztendlich innehaben. Also deren Geschichte, das fand ich auch richtig beklemmend, das so aufgerollt zu lesen, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Sie ist irgendwie 10 Jahre jünger als er und hat sich in ihrer Kindheit um seinen Hund gekümmert, als er kein Interesse mehr an dem Hund hatte und hat dann immer bei ihm zu Hause abgehangen. Und dann auch richtig unangenehm bei der Erzählung und wo man dann auch schon merkt, okay, er ist 10 Jahre älter gewesen und dann diese Formulierung, bla 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 bla, wo ist das denn jetzt? Entschuldigung?
Kein Problem, wir haben Zeit. Sie war fast 16, als ich eines verregneten Nachmittags versehentlich mit ihr schlief. So sind die halt quasi zusammengekommen. Also erstmal war er, obwohl er 10 Jahre älter ist, also es war dann ja quasi ein Rechtsbruch mit unter 16-Jährigen, wenn man selber über 18 ist, darf man eigentlich keinen Geschlechtsverkehr haben, soweit ich weiß. Mit Erlaubnis der Eltern? Wie in der Disco muss man das im Zettel abgeben. Ja. und dann will er auswandern, nachdem er sein Jura-Examen zwar irgendwie besteht, aber selber nicht damit zufrieden ist, aus welchen Gründen oder wie er es bestanden hat. Und dann besteht sie darauf, mit zum Flughafen zu kommen und wandert halt einfach mit ihm aus, obwohl er schon da keinen Bock auf sie hat. Mhm. Und dann ist er ja schon seit irgendwie jetzt wiederum 10 Jahren auf dieser Insel oder noch ein bisschen länger. Ich fand es auch so ein bisschen weird, also sie wirkte so ein bisschen so schwesterlich, also er hat sie ja auch schon, er kannte ja auch schon die Eltern und dann, als sie noch ein Baby war und sowas alles und dann so. Ja, ja, er küsst sie auch immer nur auf die Stirn, abgesehen von ihrem Geschlechtsverkehr und so, das ist alles Ja, aber es ist so ein bisschen wie so eine ewig lange Beziehung, die halt schon sehr früh begonnen hat und dann trägt man das einfach mit und zieht es halt einfach durch, irgendwann hat man keinen Bock, Schluss zu machen und so. Das fand ich schon ganz glaubwürdig, aber ich gebe dir recht, es ist in gewisser Weise ja total glaubwürdig, wie er es erzählt und das ist ja im Endeffekt dann auch die Krux einer Geschichte, die in der aus der Ich-Perspektive erzählt wurde. Weil ich würde mir eben, also ich würde ja noch mehr das verstehen, dass Sven so gleichgültig ihr gegenübersteht, wenn man die Fallhöhe ein bisschen aufbaut und wenn man sieht, okay, das ist eigentlich eine tolle Frau, aber sie ist ihm völlig egal. Aber natürlich, wenn sie, wenn er das aus der Ich-Perspektive erzählt, kann er das eben nicht beschreiben, wie toll sie ist. Also eigentlich hat der Roman natürlich dahingehend alles richtig gemacht, aber im Endeffekt, ja, war sie dadurch so egal. Sven ist natürlich halt auch eine Person, die halt sehr rational und technisch das ganze Leben betrachtet. Das heißt, wir tun uns sehr schwer, irgendwas über sein Innenleben überhaupt zu erfahren und irgendwie emotional mit ihm überhaupt zu connecten, überhaupt zu verstehen, was in ihm vorgeht. Was auch mein Problem ist mit dieser Yola-Affäre, weil für mich oft nicht ganz klar wird, was die überhaupt aneinander finden. Klar, das ist immer in diesen enormen sexuellen Ausbrüchen dann irgendwie sofort ist man Feuer und Flamme und muss es sofort miteinander treiben und alles. Und das kann man natürlich schon nachvollziehen auf einer gewissen Ebene, aber es fällt einem schon schwer, so ein bisschen sich in ihn hineinzudenken, so was er dann überhaupt daran findet. Und selbst nachdem die sich furchtbare Dinge angetan haben, ist er dann immer noch Feuer und Flamme. Und klar, es ist natürlich immer nicht so leicht zu erklären, aber da habe ich mir dann schon schwer getan, da irgendwie dann auch die andere Seite zu fühlen. Weil ich glaube, gerade in so schwierigen, toxischen Beziehungen hat man ja eben immer diese beiden Pole, dass man einerseits sagt, klar, ich liebe die Person, aber sie tut mir weh oder was auch immer. Aber diese positiven Aspekte, die konnte ich nie so wirklich nachvollziehen bei ihm. Weswegen ist halt alles immer sehr leidend und furchtbar und schrecklich und hör doch auf war und man gar nicht so die schönen Seiten da irgendwie ist, es wirkt irgendwie so sehr obsessiv alles wie gezwungen deren Beziehung, ohne dass man nachvollziehen kann, was es denen überhaupt bringt. Würdest du die denn als würdest du sagen, die hatten eine Beziehung schon? Naja, weiß ich nicht. Also er wünscht sie sich ja schon irgendwann. Also dann, als Antje dann raus ist, seine Freundin, wünscht er sich ja dann schon, dass sie zusammen die Tauchschule übernehmen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine emotionale Legasthenie, dann einfach zu sagen, für mich ist eine Frau toll, wenn wir zusammen unsere Tauchschule haben, irgendwie. Das, ich glaube so, vielleicht kann er dann auch nicht mehr dazu denken, zu diesem Thema irgendwie, was dann für ihn eine Beziehung darstellt. Aber von daher ist es schwierig, sich da irgendwie so reinzufühlen. Also fand ich zumindest. Ich fand Sven wahnsinnig unsympathisch, grundsätzlich. Ich fand den extrem belastet, was irgendwelche Männer- und Frauen-Klischees angeht. Das hat mich wahnsinnig gemacht. So, als die sich kennenlernen, sagt er, Yola hatte den festen Händedruck eines Mannes, was ich super dumm schon als erstes fand. Und danach kommen auf jeden Fall noch mal ein paar andere. Er hat dann auch immer so von wegen, Antje hat halt so ein paar Freundinnen, mit denen sie dann Kaffee trinken geht und bla bla bla. Und es war immer so dumm klischee-mäßig einfach. Warte mal, hier war doch noch eins. Irgendwas rund um die Yola auf jeden Fall auch noch mal. Also als würde der nur so in so Stereotypen denken. Nur Frauen waren in der Lage, auf ihren Mann wütend zu sein, weil sie in der Nacht schlecht von ihm geträumt hatten. So, was soll das? Da würde ich das Buch am liebsten in die Ecke werfen. Ich meine, natürlich ist das alles extrem handwerklich gut gemacht, wenn man dann eine Figur, die per se eh schon eher so ein bisschen weird ist und unsympathische Züge zeigt, wenn man die dann so unsympathisch findet, dass man eben das Buch am liebsten weglegen möchte. Aber also ich fand nichts an dem in irgendeiner Form cool. Und wie du es schon sagtest,
dieses Nachvollziehen, dass er, nachdem er die ganze Zeit so eingekapselt und in sich gekehrt eigentlich gelebt hat, dass er dann für die Yola so entflammt und sie als die schönste Frau der Welt und so begehrenswert und so weiter empfindet und dann gar nicht mehr an sich halten kann. Es war ein starkes Extrem dann. Ja, aber hier und da, also die Figuren an sich sind ja auch recht, bleiben recht oberflächlich, finde ich. Also vor allem Theo, über die Hintergrundgeschichte erfahren wir gar nichts von Theo. Und er ist halt auch dieser Klischee abgehalftete Schriftsteller, der es zu nichts bringt, der dann ständig raucht und Alkohol trinkt und so. Also er ist ja auch so ein reines Klischee. Ja, ich weiß nicht, es klingt mir jetzt alles wieder ein bisschen zu negativ, muss ich sagen. Natürlich erfährst du nicht viel über Theo, aber ich finde, ich wollte eigentlich noch was zu Sven sagen, aber weil du gerade Theo ansprichst, das sind doch teilweise Figuren, die handeln, wie man es so nicht kennt und so selten noch gelesen hat. Also so diese Weirdness der Beziehung auch zwischen Yola und ihm, die ist so weird, wie die miteinander umgehen. Das finde ich schon, das fast ist wirklich so Psychothriller mäßig geschrieben, dass mir das richtig gut gefallen hat. Und bei Sven finde ich, ist ein Riesenarschloch. Ja. Und das ist ein Problem, wenn du eine Geschichte aus der Ich-Perspektive liest und der Ich-Erzähler ist ein Riesenarschloch. Und finde ich aber nicht schlimm und finde ich gerade deswegen gut. Und ihr habt jetzt schon von allen, habe ich glaube ich einmal gehört, das nervt und das ist so, so belastend und so, das zu lesen. Und genau das fand ich ja auch so spannend, dass du wirklich dir ganz oft gedacht hast: Boah, was ist das für ein ekelhafter Typ und wie kann man da nicht sagen? Ich habe hier auch als quasi Antje ihm zum ersten Mal, oder als sie zum ersten Mal darüber gesprochen haben, dass Antje glaubt, dass Yola missbraucht wird und die dann ein Gespräch geführt haben, aber er war schon so ein bisschen verliebt und dann hat sie ihm das gebeichtet und er so nur, okay, sagte ich, schlaf gut. Auch Antje sprang von der Couch. Sie hat hinzugefügt, Sven würde dir niemals etwas antun. Ich küsste sie auf die Stirn. Schön, dass ihr euch gut versteht. So, wo du denkst, oh, Alter, du verstehst es einfach nicht. Und ich finde schon auch, so ein bisschen wurde es mir auch nicht ganz klar, wieso sich Sven jetzt so wahnsinnig für Yola interessiert, weil er ja irgendwie auch durch seine Auswanderung gezeigt hat, dass er eben nicht so auf Materielles steht, sondern man würde ihn eher so ein bisschen als Hippie-mäßig, ja, man muss sich auf einer psychischen Ebene gut verstehen. Und letztendlich denkt er ja nur mit seinem Schwanz. Also das Einzige, was er an Yola gut findet, ist ja irgendwie, dass sie attraktiv ist und dass sie ihn attraktiv findet. Empfinde ich aber dann letztendlich doch wieder glaubwürdig, dass so ein Aussteigertyp, weißt du, der sich da irgendwie eine Tauchschule auf irgendeiner Insel da irgendwo im letzten Dorf aufmacht, dass er dann doch irgendwie ein ganz kleiner, einfach nur im Schwanz denkender Mann wird, sobald er eine hübsche Schauspielerin sieht, die ihn begehrt. Das finde ich irgendwie auch total glaubwürdig. Sven. Ja, ich weiß. Ich überlege gerade, ob wir dann jetzt noch einmal kurz was über Theo sagen, wobei ich mir über den auch kein richtiges Bild machen kann, weil über den erfährt man etwas mehr als über Antje, aber er ist ja auch keine der selbsterzählenden Figuren und entsprechend kriegt man dann da auch eigentlich immer nur die Außenwahrnehmung davon mit. Wie Mara, du es eben schon gesagt hast, halt so ein etwas abgehalfterter Typ, der irgendwie angeblich immer noch an dem Meisterwerk schreibt, was in Richtung Buddenbrooks oder sowas gehen soll. Irgendein riesiger Gesellschaftsroman in mehreren Teilen im Zweifelsfall. Lässt sich aber eigentlich nur aushalten von Yola, weil sie aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus kommt. Und wirft ihr das dann gleichzeitig wiederum auch irgendwie vor, dass sie nie selber irgendwas aus sich gemacht hat, sondern eigentlich alles nur auf Grundlage des Geldes ihrer Eltern oder der Verbindungen des Vaters, der auch in der Filmbranche tätig ist, überhaupt an Jobs kommt und hält sie halt die ganze Zeit mega klein. Und das geht so ein bisschen dann wieder in die Richtung nach dieser Frage, warum sie den Mord gestellt hat, die du eben aufgemacht hast, warum sie den Mord versucht hat auszuführen. Ich habe es so gelesen, dass sie eigentlich schon immer versucht hat, aus dieser Beziehung rauszukommen und es nicht geschafft hat. Und dass sie dann dieses ganze Komplott gestrickt hat, weil sie es jetzt endlich irgendwie hinkriegen wollte. Ich weiß nicht, ob dann diese Situation auf dem Schiff, dieser Abend, wo dann eher so herausstellt, dass sie diese Rolle der Lotte dann nicht bekommen hat, ob das nochmal den letzten Anstoß gegeben hat. Mhm. Aber andererseits sind die Tagebucheinträge von ihr ja auch schon davor eben fadenscheinig oder erzählen zumindest was anderes, als der Sven erzählt hat in seiner Geschichte. Und ich habe es schon so verstanden, dass sie das eigentlich mehr oder weniger über eine längere Zeit schon geplant hat, um aus dem Urlaub dann vielleicht als komplett freie Frau gehen zu können. Weil ihr, so wie ich es verstanden habe, hat sie versucht, Theo umzubringen und wollte es Sven, der unter Wasser war, anhängen. Wenn der dann irgendwann wieder hochgekommen wäre, hätte es Aussage gegen Aussage gestanden, plus es hätte dann diese Tagebucheinträge gegeben. Mhm. Ja, aber da habe ich mich dann auch was verloren, die meint, das geht aber doch auch, das geht auch einfacher als so.
Also die sind sich ja ständig die ganze Zeit irgendwie gegenseitig am Umbringen oder so. Theo hätte ja dann auch von der Klippe einfach mal fallen können oder so. Er hätte sie einfach nur schubsen müssen oder solche Sachen. Da brauchst du dann nicht so ein ausgeklügeltes Ding. Ja, ich glaube, da verkennt man so ein bisschen. Und das ist wiederum eine Sache, die mir richtig gut gefallen hat. Einfach so, wie man sich als Missbrauchsopfer fühlt. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich wurde nicht missbraucht. Aber wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt und viele Reportagen, Interviews in die Richtung hört, dann glaube ich, findet man sich in vielen Punkten bei Yola wieder, also in ihrer Art zu handeln. Du kannst natürlich als rational denkender Mensch sagen, naja, der missbraucht dich, dann schubst sie noch die Klippe runter. Auf der anderen Seite sagt sie ja immer wieder, irgendwo liebt sie ihn auch und sie wartet einfach drauf, bis er sie umbringt, so, weil sie kommt da nicht raus und sie lügt sich auch was vor, dass es irgendwie doch eine schöne Beziehung ist und wie man das so von Missbrauchsopfern auch kennt, dass sie auch so ein bisschen dann eine zweite Realität aufbauen, was man wunderschön an diesem Tagebuch sieht oder wo sie mal, ich finde das Zitat jetzt nicht, weil ich da so viele Zitate aufgeschrieben habe oder markiert habe, wo sie in ihrem Zimmer sitzt und dann merkt, sie kann nicht einschlafen und sie stellt sich dann vor, sie kann nicht einschlafen, weil sie auf dem Schiff ist und es ist so heiß oder so. Dabei wurde sie gerade eben missbraucht oder ich glaube sogar vergewaltigt dann in dem Fall und lügt sich so ein bisschen auf, baut sich so eine zweite Realität auf. Eigentlich kann ich nur nicht schlafen, weil es so warm ist. Und das ist immer wieder, gibt es ganz viele Situationen, wo ich glaube, dass ich Missbrauchsopfer, also man merkt schon, dass Julie C. sich da, glaube ich, sehr informiert hat diesbezüglich und das wird immer wieder widergespiegelt. Das ist natürlich nicht schön, ist total unangenehm, das zu lesen, aber das hat es für mich lesenswert gemacht. Ja, ist natürlich die große Frage, die sich stellt, warum die beiden überhaupt zusammen sind und was die voneinander kriegen. Und es wird hier und da natürlich auch angesprochen. Yola schreibt irgendwie, dass dieser Opferstatus ihr irgendwie so eine Form von identitätsstiftend ist. Sie ist sich dann sicher, wer sie ist, wenn sie das Opfer ist, irgendwie in dieser Missbrauchsbeziehung. Aber auch da, Theo ist natürlich der quintessentielle Bösewicht, der alles falsch macht und alle Charakterzüge sind furchtbar, der auch immer wieder genau alles ausspricht, dann immer sagt so, ja, du kannst doch gar nicht von mir weg und hier sagt dann auch zu Sven hier, nimm sie ruhig, aber sei ehrlich mit ihr. Also das ist alles sehr, sehr ausgesprochen immer. Aber auch hier die Frage mit dem Mord ist natürlich schwierig. Ich glaube, es hängt, wie gesagt, ein bisschen mit Lotte zusammen, mit dieser Rolle, auf die sie hinarbeitet, weil man hat auch manchmal, also hatte ich zumindest den Eindruck, dass in manchen Situationen, gerade nach diesem ersten Missbrauchsfall, wo sie das allererste Mal beschreibt, dann sagt sie, sie kriegt dann irgendwann keine Luft mehr und dann sagt sie, dann wird's schwarz und dann geht's direkt über in Lotte. In Lotte ist unter Wasser und Lotte und so. Und ich glaube, das ist für sie so ein bisschen dieser Fluchtpunkt, dieser Fantasiefluchtpunkt, da wegzukommen irgendwie in diese Fantasie, in die sie sich da reinflüchten kann. Einmal diese Lotte zu sein, unabhängig zu sein von einerseits von dem Einfluss ihres Vaters, aber auch damit dem misslungenen Schriftsteller zeigen zu können, dass sie was drauf hat. Und vielleicht ist wirklich erst, wenn mit dieser Rolle, die sie nicht kriegt, diese Fantasie stirbt, dann muss dann auch doch wirklich jemand sterben, damit man irgendwie das dann aufrechterhalten kann, weil man sich nicht mehr an diese Fantasie klammern kann dann. Aber ansonsten, letzten Endes geht der Roman ja damit auf, dass Theo überlebt, wieder gesund wird, die beiden die Insel verlassen und glücklich bis an ihr Lebensende leben. Und zumindest heiraten. Sven liest irgendwann in der Zeitung, dass sie geheiratet haben. Das heißt also, sie, so wie wir es aus dem Buch erfahren, kommt sie nicht aus dieser Beziehung raus. Mhm. Beziehungsweise sie halten sich beide da noch gefangen in dieser Beziehung. Und ich glaube, auch das ist wiederum Realität für viele Missbrauchsopfer, dass sie einfach nicht rauskommen aus dieser Beziehung und dann sogar auch noch heiraten und alles wirkt ganz normal, aber in Wirklichkeit wird sie verprügelt. Sie hat ja auch mal beschrieben, dass er sie niemals so verprügelt, dass man es sieht. Also er weiß genau, das ist alles Strategie, dieser ganze Missbrauch und macht es deswegen nicht. Ich würde sogar auch übrigens sagen, dass das gar nicht jetzt der erste Mordversuch war von ihr. Sie hat ja auch schon ihn auf diesen Zitterrochen schmeißen wollen. In der Szene, wo sie zu dritt getaucht haben, hat sie ja auch schon ihren Freund auf einen Zitterrochen schmeißen wollen, wo sie dann hinterher gesagt hat, sie hat gedacht, er sei tot, aber wo dann auch Sven selbst gesagt hat, Moment, die hat sich... Im Tagebuch war es wieder andersrum, ne? Dass Theo sie schubsen wollte. Ja, genau. Ich glaube, dass halt die Fakten nicht stimmen, die da in diesem Tagebuch sind, weil ja später das auch, ja gut, kann natürlich alles Plot-Twist gewesen sein, weiß ich nicht, aber in meiner Welt hat es nicht gestimmt und sie hat versucht, ihn umzubringen, da schon und dann hat sie es nochmal versucht und dann hat sie irgendwann diese Rolle nicht bekommen, hat dann gesagt, okay, morgen, das ist der Moment, sie weiß, der ist weit raus auf dem Meer in dieser Expedition, ich gehe da alleine mit dem hin und zieh es dann durch, also das fand ich dann letztendlich schon glaubwürdig. Wobei wir jetzt bei der rund um die Expedition noch eine Sache vergessen haben, weil da war dann ja auch nochmal
insgesamt mehr Komplott, den sie eingefädelt hat letztendlich, weil diese Expedition wollte der Sven eigentlich mit zwei anderen Tauchlehrern machen. Darauf hat er irgendwie seit einem halben Jahr schon hin Geld gespart und so weiter und hatte sich explizit ausbedungen, dass in diesen 14 Tagen, die Jola und Theo da sind, er diesen einen Tag frei bekommt, um die Expedition an seinem 40. Geburtstag machen zu können. Und angeblich inszeniert sie das Ganze dann ja so, dass sie dem Brian oder wie der heißt, auch dann noch eine SMS im Namen von Sven schickt und sagt, du, ich brauche deine Hilfe bei der Expedition gar nicht mehr, ich brauche lediglich dein Schiff. Und sie inszeniert es auch immer, wenn die sich dann irgendwo auf dieser Insel begegnen, so, dass sie an Sven hängt und so weiter, damit alle denken, er würde eben dieses von Paar, was ihn eigentlich gebucht hat, irgendwie so halb auseinandertreiben oder was auch immer. Also da ist schon mehr irgendwie gesponnen, als dass sie jetzt im Affekt oder nachdem sie abends erfahren hat, sie kriegt die Rolle nicht am nächsten Tag, dem Typen irgendwas auf den Kopf schlägt. Aber macht sie das nicht am selben Abend auch noch, dass sie dem Bernie schreibt, die SMS? Ja, genau. Ja, nachdem sie es erfahren hat? Aber ja, stimmt schon, da ist auf jeden Fall längere Planung. Ja, ich weiß nicht, aber das finde ich halt, das ist mit das Spannendste an dem Buch. Ob man am Ende eben denkt, okay, das alles, was der Sven schreibt, ist die absolute Wahrheit. Oder ob man eben auch sagt, naja, was ist denn von dem, was Jola geschrieben hat, wahr? Ich tendiere auch dazu zu sagen, dass der Sven die wahre Perspektive, sofern man in so einer Situation von Wahrheit sprechen kann, schildert. Es ist halt aber gemein geschrieben, weil er halt die Ich-Perspektiven-Hoheit hat und weil er halt die Geschichte, die Sachen immer zuerst erzählt und dann Jolas Perspektive. Ich glaube, allein dadurch glaubt man immer das, was man als erstes gehört hat, eher und dann, ach, die lügt doch so. Und ich glaube, das ist ja natürlich auch ganz bewusst gemacht von der Autorin, glaube ich, dass man ihr eher nicht glaubt, was, wie ich anfänglich gesagt habe, schon für mich immer ein Problem war, weil man halt irgendwie doch immer dagegen kämpft und man sagt so, nein, ich muss das gleichermaßen aufwiegen und vielleicht gibt es gar keine echte Wahrheit irgendwie, weil man will auf gar keinen Fall sagen, ach, die lügt doch, weil dann würde man sagen, alles andere, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat, ist vielleicht auch gelogen. Und dann glaubt man ihr vielleicht diese ganzen Missbrauchsgeschichten nicht und da will man dann doch nicht hin irgendwie. Nochmal zu dem Sven, dass das so ein Arschloch ist, finde ich auch wieder in Bezug auf den Missbrauch so spannend, weil du liest dieses Buch und wenn du dann diese Geschichten des Missbrauchs liest, dann hast du so ein bisschen diese innere Beklemmung und du willst irgendwie, dass sie gerettet wird und bist dann froh, dass sie an Sven gerät. Und dann merkst du früher oder später, Sven ist genauso ein Riesenarschloch. Und auch diese letzte helfende Hand, die wird auch zurückgezogen. Er schreibt, sagt dann auch relativ früh auch irgendwann was, wie wär's denn ja hier, vielleicht versuchst du zur Abwechslung, dich nicht wie ein Flittchen zu benehmen, wo man denkt, oh Mann, jetzt dieses arme Missbrauchopfer findet den Retter. Und der ist dann auch noch einfach ein Riesenarschloch zu ihr. Und ich finde auch wieder immer wieder schön die Zitat, schön in Anführungszeichen, wie sie eben so dieses Missbrauch-Ding umschreibt, also nur zerstörte Seelen lachen, weil sie ja auch, wenn sie sich mit ihm mit ihrem, was ist denn der Typ nochmal? Theo? Mit Theo fightet und so, dann lacht sie auch manchmal oder provoziert ihn auch und so und dieses Lachen passt natürlich überhaupt gar nicht rein in die Situation, was ist aber wieder, was so einen schönen Kontrast ergibt. Nur zerstörte Seelen lachen, wenn man sie schlägt. Ich sorge aber dafür. Geht, so wie ich das verstanden habe, ihr geht davon aus, dass er quasi die exakte Wahrheit hingeschrieben hat, weil er hat ja das ihr Tagebuch gelesen und daraufhin diesen Bericht verfasst. Also er könnte ja sehr theoretisch seine Sachen dann auch alle erfunden haben. Stimmt. Ja, diesen Teil der Geschichte wiederum haben wir noch nicht erklärt, ne? Was nochmal? Nachdem das alles passiert ist und Theo und Jola wieder die Insel verlassen haben, trifft er noch auf eine Strafverteidigerin, eine Anwältin, der diese ganze Geschichte erzählt mit dem Mordversuch und die rät ihm, schreib alles auf. Und das, diese Niederschrift ist dann das Buch, das wir lesen, eben gespickt mit den Tagebucheinträgen, da wo sich die Erzählungen eben unterscheiden. Und das lesen wir dann eben sozusagen als seine Zeugenaussage, was alles passiert ist. Das heißt, er hätte da rückwirkend nochmal seine Geschichte ändern können. Und er schreibt das, wie Mara gerade sagte, ja daraufhin, dass er das Tagebuch von Jola in der Ferienwohnung findet. Sie hat das da ja irgendwie so platziert, dass theoretisch, wenn jetzt die Polizei das durchsuchen würde, sie möglicherweise darauf stoßen würde. Und es scheint so in seiner Erzählung, als hätte sie das eben so darauf angelegt, dass die Polizei das findet, damit er dann durch das Tagebuch wiederum belastet wird, dass er den Mord an Theo umgesetzt hat. Genau, ja. Und ich meine, die Juristin sagt dann, liest es danach dann nochmal oder so und sagt dann, einer von euch beiden ist genial. Also einer von euch beiden hat das komplett erfunden, so habe ich das verstanden. Mm, ja. Und man weiß dann eben am Ende nicht, wer das war, oder?
Nee, so, also ich weiß gerade gar nicht mehr, aber so habe ich denn dieses Zitat von der Rechtsanwältin gar nicht verstanden, im Sinne von, vielleicht hast du dir alles ausgedacht. Der hat doch irgendwas Smartes gesagt und vielleicht war das genial oder nicht. Also irgendwie sowas. Ich finde, da fehlt mir die Motivation, da fehlt mir das Motiv, ehrlich gesagt, dass Sven das alles erfunden hat. Natürlich hätte er ein Motiv gehabt, den anderen umzubringen, aber warum sollte er ihn dann retten? Der hat auch nicht angezeigt und so, er ist auch nicht zur Polizei gegangen, hat jetzt nur mit dieser Rechtsanwältin gesprochen. Also da fehlt mir, klar kann dieser Plot-Twist, kann man sich denn denken, dass er sich alles erfunden hat, aber ich sehe da kein Motiv und keinen Sinn dahinter. Aber sie sagt ja, wenn sie auf die Idee kommen würde, ihn jetzt anzuzeigen, dann bräuchte er diese Gegenschrift, die er dann da schreibt. Ja. 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 Aber. Wie viel dann da stimmt, also steht ja dann Aussage gegen Aussage. Ja, klar. Aber so habe ich das jetzt nicht gesehen. Ja. Tja, aber das Buch lässt es offen, was tatsächlich passiert ist, kann man sich seine eigene Geschichte denken. In dem Buch geht es ja auch um Urteile fällen und sich in die Angelegenheiten von anderen einmischen und so. Eigentlich was Sven überhaupt gar nicht mag, und er bildet sich generell keine Urteile. Aber man wird dann halt die ganze Zeit dazu gezwungen, irgendwie dann doch Seite zu beziehen irgendwo. Also was ich zum Beispiel auch gut finde, ist, dass jetzt das nicht so zu einem Gewaltporno oder sowas ausuferte. Also man hat diese Missbrauchsfälle zwar teilweise explizit beschrieben, aber es hielt sich in Grenzen und oft war es dann doch nur so aus der Ferne beobachtet und so, wo dann da dieser Stuhl auf sie flog. Und da gibt es natürlich auch viele Bücher, die das ein bisschen expliziter beschreiben. Und das fand ich, war gerade so richtig, ohne dazu zu sehr in die Tiefe zu gehen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich fand das ja, man muss ja auch sagen, richtig gut. Vielleicht wissen das manche über Lars auch nicht, denn Lars ist ja tatsächlich auch Taucher. Ich bin Taucher, ja. Also ich glaube, da gab es viele Stellen in dem Buch, die dir bestimmt besonders gut gefallen. Natürlich, das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Buch noch, bevor wir hier Buchclub das geplant hatten, habe ich mal den Klappentext gelesen und habe mich dann dagegen entschieden, das zu lesen von Juli C., weil ich fand, das klang so ein bisschen wie so ein Roman. Ein klassischer, keine Ahnung, Urlaubsroman, Krimi, 0815 Krimi. Mhm. So klang das für mich. Irgendwie der Autor oder die Autorin hat Urlaub gemacht, 2 Wochen auf Lanzarote und schreibt dann da in der Zeit ein Buch oder danach. So, und deswegen habe ich das nicht gelesen, obwohl Tauchen natürlich für mich ein Riesenthema ist. Eine Frage dazu. Bist du so ein Taucher, wie der taucht? Also mit in 1000 Meter, nicht 1000 Meter Tiefe, wäre jetzt völlig übertrieben. In einige Meter Tiefe, oder bist du ein Schnorchler? Ja. Ich dachte immer, du wärst ein Schnorchler. Okay, danke, das ist schön. Das ist ohne Wertung. Das ist eine Beleidigung. Ja, also, ich bin doch kein Schnorchler. Ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Taucher. Ich war das letzte Mal tauchen vor fucking 15 Jahren. Davor war ich halt jedes Jahr tauchen, sehr viel tauchen, so mit meinen Eltern immer. Das ist lang vorbei, weil dann der Tsunami und so. So, und seid aber auch mit Flasche richtig, oder was? Mit Flasche, natürlich. Das andere ist kein Tauchen. Ja, dann erklär uns doch mal, was Nullzeit bedeutet. Mein Gott. Ja, habt ihr das noch nicht? Ihr habt das doch im Buch beschrieben bekommen. Das fand ich auch sehr schön. Ja, dann erklär doch mal. Deswegen, wie gesagt, 15 Jahre her, deswegen habe ich durch das Buch erstmal wieder viele Sachen gelernt. Du machst, wenn du einen Tauchgang planst, dann hast du eine Tabelle und kannst dann sehen, okay, anhand dieser Tabelle kannst du ablesen, wenn du zum Beispiel auf 15 Metern tauchst die ganze Zeit, dann kannst du so und so viele Minuten auf dieser Tiefe bleiben, bis die Nullzeit anbricht. Das ist die Nullzeit. Und wenn du diese Nullzeit überschreitest, dann musst du dringend darauf achten, diese Deko-Stops zu machen, also Dekompressionsstops. Wie gesagt, schon sehr lange her. Aber das wurde ja auch erklärt, klassische Tauchschule, wenn du Stickstoff einatmest und du tauchst unter Wasser mit diesem Stickstoff. Und dann, wenn du dann ganz schnell wieder hochtauchst, dann haben sich da in der Zeit ganz viele kleine Bläschen gebildet. Und wenn du ganz schnell hochtauchst, ist es wie wenn du eine Sprudelflasche ganz schnell aufmachst, dann gehen diese Bläschen alle hoch und dann verstopfen die dir da alles und dann kriegst du Dekompressionskrankheit und kannst im Endeffekt sterben. Und deswegen achtest du darauf als Taucher, je tiefer du warst und je länger du da drin warst, desto länger müssen die Stops sein, diese Dekompressionsstops auf 5-6 Metern, oder wenn du ganz tief tauchst, musst du immer mal wieder Stopp machen, damit sich diese Bläschen da besser. Und aber das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber das können wir vielleicht nach der Werbung. Ja, ich kann euch gerne noch ein bisschen was übers Tauchen erzählen, aber ich bin auch noch nicht fertig mit dem Buch. Nein, ich hab da noch, ist nur ein kleiner Exkurs jetzt gerade. Ja, sehr gerne. Ich tauche da gerne ein in diese Welt. Ah, ihr taucht ein bisschen jetzt in den Kapitalismus. Auch über Kapitalismus kann man nochmal sprechen, weil Juli C. natürlich auch immer wieder Kapitalismuskritik auch in ihre Bücher verpackt. Vielleicht können wir sogar noch auf andere Bücher von Juli C. eingehen heute. Du hast auch noch ein paar gelesen. Bis gleich. Ciao. Bye.
Herzlich willkommen zurück zum Buchclub. Wir sind immer noch bei Juli C. Nullzeit. Und ihr habt immer das noch nicht richtig. Verstanden, ich habe immer Nullzeit noch nicht verstanden, ist. Was Nullzeit ist. Weil du eben gesagt hast, es gibt Tabellen, ja, in denen man ausrechnet, ab wann man diese Dekompressionsauftauchphasen machen muss. Aber würde man, wenn man jetzt beispielsweise, man rein theoretisch gesprochen, man darf 15 Minuten auf 15 Metern Tiefe theoretisch tauchen, ja, und dann würde Nullzeit beginnen. Ja. Dürfte man innerhalb der ersten 15 Minuten noch einfach wieder hochtauchen? Ja. Das würde gehen. Das, ja, das ist ja, glaube ich, die Zeitspanne. Also das ist dann die Zeit, in der man noch auftauchen kann ohne Probleme. Genau, das ist die sogenannte Nullzeit. Also du kannst auch auf 80 Meter runter und dann sofort wieder hoch und alles okay. Das weiß ich. Also ich glaube, auf 80 Meter, die Tabelle geht relativ schnell. Sobald du auf 20 Meter bist, dann musst du schon... Ich habe die jetzt nicht im Kopf, meine Damen und Herren. Aber ich weiß zum Beispiel, man hat natürlich, ich habe früher, als ich tauchen war, war ich ja 14, 15, da hast du natürlich versucht, die Nullzeit einzuhalten, dass du eben keine Deko-Stops machst. Wir haben dann trotzdem immer Deko-Stops gemacht. Wahrscheinlich wird es schon geraten, dass du immer Deko-Stops machst. Mhm. Aber ich habe dann schon auch mal so einen Tauchgang gehabt, wo ich dann zu lange zu tief war und dann piept auch der Tauchcomputer und dann weißt du, alles klar, jetzt ist die Nullzeit passé und ab jetzt musst du darauf achten, deine Deko-Stops einzuhalten. Okay. Und das fand ich zum Beispiel, die ganzen Tauchgeschichten fand ich auch sehr interessant, weil ich da eigentlich gar keine Erfahrung mit habe. Und das fand ich schön, diese ganzen Unterwasserpassagen, die habe ich auch sehr gerne gelesen. Ja. Lars, ja, um etwas Positives zu nennen. Sehr gut, sehr gut. Da habe ich eine Frage an euch. Vielleicht liegt es daran, dass ich das kenne vom Tauchen. Aber es gibt ja eine Sex, mehr oder weniger Sexszene, so dieses erste, nicht Sex, aber so die erste Petting, Rummach, Rummelei unter Wasser zwischen Jola und Sven. Fandet ihr das auch sehr erotisch? Ich fand das nämlich überraschend erotisch. Ja, okay. Ja. Ich habe noch nie so einen Neoprenanzug getragen, deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie man sich darin fühlt und ob das irgendwie besonders cool sein kann. Nee, das ist sehr hinderlich sogar. Das, okay, hat er ja auch beschrieben, ja, es ist furchtbar, da kommt nichts auf. Aber diese Stille unter Wasser, diese Schwerelosigkeit, du hast da eine Frau, ist total geheim, das kriegt aber keiner mit. Du bist da unten allein mit ihr, mit dieser Frau, die du geil findest. Und dann ist sie da in ihrem Neoprenanzug und keiner kriegt's mit und du fasst sie an. Und es ist ruhig. Das ist geil. Das ist so geil. Nee, aber fand ich schon auf jeden Fall. Vor allem, es war auch das erste Mal, dass sie sich näher gekommen sind. Und ja, das ist ja eigentlich eine spannende Situation, weil man kennt es ja so, es liegt irgendwie in der Luft, man trifft sich, man flirtet und so. Und es ist, die Frage ist nur, wann geht's weiter? Und dann diesen Moment aber in einer Situation zu haben, wo man sich weder berühren noch miteinander reden kann, mhm, noch sich so wirklich überhaupt, ja, in die Augen schauen zu können. Und dann vor allem, das wird ja so in einem Nebensatz erwähnt, dass man dann so 8 Minuten lang zusammen, ja, aufsteigt oder so. Ja. Und auch sagt, 8 Minuten ist eine ganz schön lange Zeit, wenn du erst da so anfängst rumzufummeln, dann so, okay, wollen wir hoch? Ja. Und dann 8 Minuten, ja, nebeneinander. Ja. Aber also das hat die Spannung aufrechterhalten, hat er auch beschrieben. Spannung, das ist geil, was. Ganz wichtig, Spannung aufrechterhalten, finde ich auf jeden Fall eine interessante Vorstellung. Aber ja, es ist natürlich, gibt auch gewisse logistische Schwierigkeiten, die es dann aber auch vielleicht interessant machen können. Hast du da Erfahrung gesammelt? Neopren? Mit 14? Neopren? Ich habe das letzte Mal mit 14 getaucht. Also ich hatte keinen Sex unter. Ich war nur mit meiner Familie tauchen, da war ich jetzt nicht so. Gut, Mara, fandst du es auch so geil wie ich? Ja, wie gesagt, ich war auch nie unter Wasser. Möglicherweise. Ja. Naja, gut, dann lag es wohl doch daran, dass man das kennt, so dieses Unterwassertauchen. Das hat schon, das hat was ganz Eigenes. Ich konnte mich da sehr wiederfinden in dieser Beschreibung, wie toll er das findet, unter Wasser zu sein. Und ich fand so ein bisschen diese die derberen Auszüge in dem Buch, die fand ich schon auch immer ganz cool. Hier schrieb man zum Beispiel mal, ich nahm Emil, das war ja der Gecko, ich nahm Emil auf den Arm und holte meinen Schwanz aus den Boxershorts. Also so, auch so eine weirde Handlung. Abfolge an Ereignis. Dass er sich einen runterholt und vorher seinen besten Kumpel, den Gecko, auf den Arm nimmt. Auf denselben Arm? Weiß ich nicht. Und dann onaniert er auf die Daily Soap, die er sich von Jola anschaut, war das, glaube ich, in dem Moment. Ja. Und das fand ich auch eine schöne Szene. Ja. Noch einmal ganz kurz zurück zu diesem Thema Nullzeit und diese, ja, Dekompressionsaufstiege. Das war natürlich auch, fand ich, mega spannend gemacht bei dieser Szene rund um den Mordanschlag. Weil es ist dann ja so, dass der Theo über Bord geht. Und Sven ist in dieser Dekompressionsphase gerade und versucht aufzusteigen. Und er sieht zuerst gar nicht, wer von den beiden über Bord gegangen ist. Er denkt zuerst, Theo hätte Jola runtergestoßen. Und dann teilt er eben seinen Sauerstoff mit Theo. Und eigentlich muss er natürlich dafür sorgen, so schnell wie möglich nach oben zu kommen.
Gleichzeitig muss er aber darauf achten, immer wieder diese Stopps zu machen und so. Und diese Spannung, die daraus sich ergeben hat, dass er dann mit dieser halben Leiche mehr oder weniger am Arm da hängt. Das fand ich auf jeden Fall mega krass. Plus, da ist dann ja auch noch diese Situation, wo er so ganz, ganz kurz innehält und sich überlegt, ob er ihn überhaupt rettet oder nicht. Und sich dann dafür entscheidet, das zu tun, was er am Ende dann ja auch gut findet. Also die, ja, vielleicht bin ich am Anfang zu negativ gewesen. Wie gesagt, es wäre mir komplett egal weiterhin, ob ich es gelesen habe oder nicht, aber trotzdem waren da auf jeden Fall sehr gute Szenen. Ja, wie geil diese Szene ist. Ich meine, diese unsichtbare Gefahr dieser Dekompressionskrankheit, der ist da und da ist jemand in Not, da fällt jemand ins Wasser. Natürlich kannst du ihm helfen, das sind doch nur ein paar Schwimmzüge, dann bist du da, aber du weißt, du könntest sterben. Ja. Obwohl, das ist so eine unsichtbare Gefahr und das war auch eine Hammer-Szene. Ja, das stimmt. Wobei auch hier, finde ich, immer nicht ganz klar wird, warum er ihn rettet. So, das ist dann so, ja, ich glaube, der ist dann aus so einem pragmatischen, ja, kurz habe ich überlegt, es nicht zu machen, aber dann doch zu machen. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr verstanden, wie er denkt, warum, was seine Prinzipien sind dahinter. Sagt er jetzt, man muss jeden Menschen unbedingt retten oder der hat es doch verdient zu leben oder so. Also das ist dann so klar, das passiert dann und da gibt es einen gewissen Spannungsmoment. Aber ich würde auch gern verstehen, warum die Figuren aber er ist ja kein handeln, Mörder. Wie sie handeln. Also er ist ja kein Mörder. Also du würdest ja eigentlich von jedem normal denkenden Menschen erwarten, dass er ihm hilft. Auch wenn er noch so eifersüchtig ist, du würdest jemanden ja in Not retten. Also wenn Jola der ganze Roman baut er darauf hin, dass er ihn verachtet und endlich mit Jola alleine leben will. Er hat ja hunderte Gründe, warum er das macht. Ja, aber dann tötet er doch keinen Menschen. Ja, aber, aber warum denn nicht? Aber dann hätte ich zumindest gerne versucht hineinzufühlen, wie er denkt und warum er sagt, nein. Obwohl es jetzt völlig leicht wäre, da nicht einzugreifen. Und alle meine Träume gehen in Erfüllung. Die Frau meiner Träume übernimmt mit mir die Schule. Der Typ ist weg. Warum denn nicht? Ich sage ja nicht, dass es falsch war, ihn zu retten. Überhaupt gar nicht. Aber das sind so Momente, wo ich mir denke, so, warum? Naja, doch, was sind denn deine Prinzipien, lieber Sven? Wofür lebst du denn dann? Was geht denn gerade in deinem Kopf vor? Lebensgefährlich für ihn selber ist. Weil wahrscheinlich, wenn jemand da gerade aus dem halben Koma erwacht, wird er um sich schlagen und so. Stimmt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn auch getötet hätte, war ja schon relativ hoch. Also da wären gute Gründe schon besser angebracht. Ja, aber ich würde ja mal nicht erklären, dass ein Mensch jemanden nicht sterben lässt. Man müsste es erklären, warum er ihn sterben lassen würde. Aber ich finde nicht, dass man erklären muss. Und ich finde, es ist reicht zu sagen, er ist halt kein Mörder. Also ich sage ja auch nicht, dass die Autorin mir einen Satz hinschreiben soll, aus diesem und jedem Grund. Ja, ja. Aber rein als Figur, wo ich mir wünschen würde, dass ich nachvollziehen kann, warum diese Figur so denkt und warum so handelt. Und dass es jetzt ja total Sinn ergeben würde, X zu machen. Aber nein, die Figur macht stattdessen Y. Ich würde gerne nachvollziehen können, warum und aber mir reicht es, dass das schon von Anfang an gesagt hat, er hat die Verantwortung für die beiden, er ist der Trainer und wenn da irgendjemand stirbt, dann ist es seine Schuld, das reicht mir. Das ist für mich auch der Punkt. Ich glaube, das ist so dieses Thema, Berufsethos ist dann noch viel zu klein gesprochen. Das ist halt seine berufliche Verantwortung, dass seine Kunden nicht sterben. Da geht es ja theoretisch auch darum, wie seine eigene berufliche Karriere weitergeht, wenn da jetzt plötzlich einer von den beiden, die er trainiert hat, am Ende tot sind. Plus, ich meine, er hat auch eine juristische Ausbildung, da hat man wahrscheinlich auch irgendwie einen gewissen moralischen Kompass, der zum Beispiel sowas ist, wie Menschenleben zu retten. Also ich fand es nicht unnaheliegend. Ich hätte es wäre auch nicht total abwegig gewesen, wie du sagst, dass er ihn dann einfach fallen lässt und hofft, dass er für immer glücklich mit Jola lebt. Aber ich fand es schon gut, dass er den gerettet hat. Ja, vor allem, ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Es ist ja kein passives Töten gewesen. Er hat ja nicht einfach nur zugeguckt, wie er runterfällt, sondern es wurde ja aktiv, indem er hingegangen ist und erst dachte, es sei vielleicht Jola und in dem Moment gemerkt hat, es ist nicht Jola. Und ab dann wird das Passive zu einem Aktiven. Dann muss er wirklich sagen, ich habe ihn jetzt gerade, aber jetzt lasse ich ihn sterben. Und das finde ich schon nochmal einen Schritt härter. Ich weiß nicht genau, wie diese Rettungsaktion, es wurde ja beschrieben, wie er wiederbelebt wird mit dieser Beatmung. Ob das so gut funktionieren würde, weiß ich nicht. Also es gibt ja diese Funktion bei dem Mundstück beim Tauchen, dass du, wenn du das Mundstück verlierst, dann füllt sich das ja mit Wasser erstmal so ein bisschen und dann kannst du da vorne drauf drücken, diese, weiß ich, Luftdusche oder sowas. Und dann drückst du da vorne drauf und dann wird Luft dadurch gepresst, sodass eben auch das Wasser wieder rausgeht. Mhm. Und so hat sie ihn ja wiederbelebt. Ich weiß nicht, ob das beschrieben wurde. Ich meine, sie hätte einfach die Munddusche betätigt, ich weiß nicht, wie das heißt, betätigt. Und ich weiß nicht, ob man dadurch jemanden wiederbeleben kann. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn du dann die Löcher zuhältst und dann drückst, weil dann wird die Luft in seine Lunge gepumpt. Also ob das jetzt wissenschaftlich so realistisch war, dass er das auch überlebt hat und so, weiß ich nicht. Aber war mir in dem Moment auch egal. Ja, Julie C. ist natürlich grundsätzlich auch eine, wo ich sage, die beschreibt halt viele Sachen, die ich auch gerne mag.
Also sie ist politisch engagiert. Sie ist ja auch in der Linkspartei. Nee, habe ich mich vertan? Na? Weiß ich nicht. Ich glaube, SPD. Linkspartei? Naja, auf jeden Fall ist sie eine sehr politische Position. Sie spricht über politische Themen und dann jetzt in dem Fall, sie hat bei Unterleuten, einen anderen Roman von ihr, den ich gelesen habe, ist sie sehr auf die Problematik eingegangen, oder was heißt die Problematik, auf die Diskussion Stadt-Land, die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Das ist eine Sache, die mich auch schon immer beschäftigt und jetzt die Sache mit dem Tauchen. Deswegen hatte sie mich einfach von Anfang an auch schon. Und ich finde, da sind so viele auch coole Zitate drin, die jetzt nicht unbedingt was mit der Geschichte zu tun haben, die dann so Richtung Kapitalismuskritik gehen und so. Obwohl ich echt sagen muss, ich fand diese ganze gesellschaftskritische, kapitalismuskritische Sache wirklich mit am allerschlechtesten. Habe ich mir gedacht. Weil das wirklich so einfach dahergeplappertes ist und auch dieser ganze Grund, warum er überhaupt auswandert. Er hatte ja diese Prüfung da zum Juristen und musste da Montesquieu buchstabieren, das hat er nicht hingekriegt und dadurch hat er sich so gedemütigt gefühlt, dass ihm plötzlich die Schuppen von den Augen gefallen ist und oh, wir leben in einer oberflächlichen Gesellschaft, oh mein Gott, und dann ist er weg. Und ich dachte mir, also das habe ich einfach hingenommen einfach, das muss man erklären, damit er auf die Insel kommt, aber das war für mich alles so unmotiviert, aber das war auch nicht so wichtig, weil darum geht es ja auch nicht in dem Buch, aber dann auch immer so, oh, ich schalte den Radio an, die und die Krise, die und die Krise, die und die Krise und ich schalte es wieder ab. Und ich denke mir, wow, du bist ein echt krasser edgy Typ, ey, dir ist das alles zu albern, was die da ihre Krisen haben in der Welt. Also ja. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da stimme ich dir zu. Das habe ich mir auch gedacht. Ich wusste, als ich irgendwie auf Seite 2, 3 ging, schon politisch, habe ich gedacht, okay, Florian wird jetzt schon denken, oh nee, kein Bock. Aber ich würde es, ich glaube auch, das braucht die Geschichte natürlich überhaupt nicht, das, was da alles beschrieben wurde. Aber es ist einfach die Handschrift von Julie C. Und wenn in jedem ihrer Bücher... Oh, da tust du jetzt aber Julie C. Unrecht. Nein, Julie C. hat hier eine Figur geschrieben, die sich nicht für Politik interessiert und dazu keine Meinung hat. Und das ist ja auch okay. Und man kann ja mit dieser Figur auch einen Roman verbringen. Aber ich glaube, Julie C.'s gesellschaftspolitische Aussagen gehen über das hinaus, was Sven hier zustande stammt. Achso, nee, ich meine eben nur, dass sie eben immer irgendeinen politischen Touch reinbringen will. Und ich finde das auch nicht komplett absurd, dass Sven ist ja nicht so super unpolitisch. Sonst wäre er ja nicht ausgewandert. Ihn ist es ja eher ganz im Gegenteil so, dass ihn die Politik und die ganze Gesellschaft aufregt. Und aber das natürlich ist unpolitisch sein, wenn du einfach nur, wenn du generell sagst, mich regt das alles auf, diese dumme Politik, ich gehe weg, das ist für mich unpolitisch sein. So, der hat ja keine Position, der sagt ja nicht, nein, die Politik muss mehr so sein und weniger so. Dem ist es einfach nur zu doof und das ist mir alles zu oberflächlich und das fand ich schwach. Aber wie gesagt, ist nicht der Fokus. Ja, aber nichts anderes hat sie ja auch gemacht, dann das zu zitieren, indem er irgendwelche Krisen mitbekommt und sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Also es ist ja nicht so, dass er sich dann zu der Krise geäußert hat. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Aber du hattest es eben kurz noch angedeutet, Lars. Sprachlich fand ich es zum Teil halt auch sehr schön, weil so viele Bilder irgendwie aufgemacht worden sind. Das eine, was war das jetzt eben? Seite 42, erster Satz. Ja. Hatte ich, habe ich jetzt rausgefunden, was ich damit meinte. Da beginnt es mit, es sind drei Sätze, ehrlich gesagt. Das Meer war leise, die Luft unbewegt und für 8 Uhr morgens ungewöhnlich warm. Die Windstille beunruhigte mich. Wer so schwieg, führte etwas im Schilde. Also nicht, dass ich jetzt solche Gedanken selber hätte, aber das finde ich trotzdem so ein plastisches, greifbares Bild. Das hat mir sehr gut gefallen. Und, aber noch das viel bessere. Verdammt, wo ist es denn jetzt? Ah ja, hier. Seite 189. ich hatte wunderbar geschlafen im großen Bett, tief und traumlos. Ein Schlaf, der die Seele abbeizte und einen Neuanfang versprach. Und ich finde, Schlaf, der die Seele abbeizte, das ist so ein cooles Bild. Darunter kann ich mir so gut vorstellen, wie man so abends erschlagen ins Bett geht und am nächsten Morgen irgendwie so aufwacht und den Eindruck hat, alles, was einen vorher belastet hat, konnte man so hinter sich lassen und man ist so ganz erquickt und wieder neugeborener Mensch. Gut, jetzt weiß ich nicht, was abbeizen bedeutet, aber da... Nein, das ist, wenn man so Holz bearbeitet und einmal irgendwie wieder, glaube ich, neu lackiert oder sowas in der Art. Ja, so abschlübbeln. Abschlübbeln. Also beizen. Beißen, was damit gemeint. Okay. Ja. Ich wollte es ehrlich gesagt auch noch mal nachgucken, was die wortwörtliche Bedeutung ist. Ja. Aber trotzdem, auch unabhängig davon, dass ich die wortwörtliche Bedeutung kannte, hat es für mich irgendwie so direkt vor Augen geführt, was damit gemeint ist. Das hat mir gut gefallen. Ja, da wo sie auf dem, ganz zum Schluss da auf dem Dorset-Segelboot-Dingsbums waren
Und er sich dann nochmal mehr in Jula verliebt hat und die so toll fand und dann irgendwann schrieb, schade dachte ich, dass man eine Frau nicht trinken kann, weil er gerade auch so im Weinen Suff war und dann sieht er die Frau und findet sie schön und würde sie am liebsten trinken. Das fand ich auch ein sehr schönes Bild. Und generell diese Szene hat mir auch sehr gut gefallen, auch wenn sie natürlich grausam war, wie Theo immer wieder nachgefragt. Also als klar wurde, ihre große Rolle ja. ist weg und er wollte es zeigen, er wollte es immer aufs Brot schmieren. Na, sag mal, wessen Rolle? Du wolltest doch. Das war doch die Rolle, weswegen wir hier sind. Das fand ich auch so eine geile, ekelhafte Szene. Sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Yvette Stadler ist übrigens Yvonne Katterfell. Habt ihr das auch mitbekommen? Wie? Ja, Yvonne Katterfell hat dann diese Lotte gespielt in dem Film, den es auch gibt. Was denn gibt? Ach, den Film gibt es tatsächlich? Ach, das wusste ich okay. Ja, und Yvette nee. Stadler ist halt Yvonne Katterfell in dem Buch. Hä, wie alt ist der Film? Yvonne Katterfell. Nee, das Buch ist von 2012, ja. meine ich. Guck rein. Wow. Ja, wir tauchen gerade in dieses Universum erst ein. Es geht ja. gerade erst los. Ja, das habe ich zu Mara vor der Sendung auch schon einmal kurz gesagt. Ich vergesse immer, mich so rund um ein Buch zu informieren bei Buchclubs. Also ich rede dann immer nur über 2011. den Text. Aber da ist der Film erschienen? Ja. Geil. Ja, sowas finde ich gut. Was sagt ihr zu, mir ist immer sehr wichtig bei Büchern, weil es vielen Leuten wichtig ist und gerade so im Journalismus ist ja immer der erste Satz von einem Artikel so wichtig. Und auch bei einem Buch sagen ja viele, der erste Satz ist so wahnsinnig wichtig. Andere sagen wiederum, es ist nicht so wichtig. Willst du den ersten Satz mal vorlesen, dann könnt ihr selbst entscheiden. Wir sprachen über Windrichtung und Wellengang und spekulierten, wie der November verlaufen würde. Da muss ich sagen, wenn ich da jetzt was Positives rausziehen will, dann würde ich sagen, alles klar, man hört erst Wörter wie Windrichtung, Wellengang, finde ich schön, klingt nach Urlaub, klingt irgendwie nach Meer. Und dann wieder November verlaufen würde, das klingt dann wiederum nach Winter, noch nicht so schön. Also man ist irgendwie so im Paradies, aber es ist vielleicht auch kalt und so. Das waren so die ersten Gefühle, die man damit verbindet. Aber jetzt will ich gerade was Positives finden. Ich muss sagen, der Satz hat mich nicht angeturnt. Da habe ich jetzt nicht gedacht, jetzt will ich unbedingt weiterlesen. Das finde ich schade, ich liebe diese ersten Sätze in Büchern. Aber weil ihr gerade bei dieser Szene wart, bei dem Abendessen, wo sich dann eben alles enthüllt, dass sie die Rolle nicht bekommen hat, das fand ich, war schon alles sehr karikaturenhaft, wie uns da die Fernsehlandschaft Figuren, ne? gezeigt wird. Ja. Und wirklich, der Theaterregisseur ist der klassische Theaterregisseur, die irgendwie dann für die normalen Dinge gar nichts übrig hat und all das. Das ist alles einfach so mit der Schere ausgeschnitten irgendwie. Da dachte ich mir immer, das müsste gar nicht so sehr dann auf ins Gesicht. Ich weiß ja auch nicht, ob das so ein bisschen gewollt war, weil Sven ja, wie gesagt, sich auch immer wieder diese Soap anschaut und da immer diese oberflächlichen Handlungsstränge und Charaktere beschreibt, aber ich das Gefühl habe, in der Metanarrative sind die Figuren und Handlungen ähnlich oberflächlich. So dann immer, ah, kommen sie zusammen, ja, doch nicht mit ihr, doch, ich habe doch nochmal mit ihr geschlafen, nein, hast du nicht, doch, ich bin mit ihr zusammen da. Und wo ich auch dachte, ist das ein bewusstes Stilmittel, dass gleichzeitig das so eine Karikatur von diesen Fernsehfilmen und diesen Soaps ist, irgendwie, dass das alles irgendwie dann doch so oberflächlich ist und alle dann wirklich auftreten mit, der hat dann den Schal und die essen dann Kaviar und die haben natürlich keine Ahnung von echter Seefahrt, na. So, also irgendwie habe ich, entweder habe ich da, irgendwie verstehe ich hier einen Gag nicht, oder es ist wirklich alles einfach sehr schablonenhaft in dieser Szene gewesen. Auch da dann über welche politischen Themen die reden und und jetzt Finanzpolitik und man haut so diese Schlagwörter raus, alle, wo man alle sagt, so, ach Mensch, die haben ja echt keine Ahnung, da stehe ich ja echt drüber. Das fand ich alles sehr plump, muss ich dann doch sagen. Aber vielleicht ist es bewusst plump, ich weiß. Ja, das ist eine sehr interessante Beobachtung. Vielleicht habe ich da in die Falle. Ich kann das nachvollziehen, wenn man das Gefühl bekommt, dass es irgendwie zu klischeehaft. Aber ich glaube, das ist exakt so, würde ein Abendessen auf so einer Yacht mit so reichen Leuten und Kultur und so und wir halten was von uns. Genau das wären die Gespräche. So, ich glaube, das ist, also manchmal finde ich, muss man auch nicht unbedingt was total Weirdes erzählen, damit es nicht nach einem Klischee sich anhört, weil es ist nun mal in, wenn du dir Reportagen von so reichen, superreichen anschaust oder so, von so Dinner-Dingern, dann ist es doch genauso. Dann sieht es genauso aus, wie das da beschrieben wurde. Fand ich jetzt nicht unrealistisch. Aber ich weiß, was du meinst. Wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Stilmittel, wenn sie das bewusst gemacht hat. Dass ja, irgendwie habe ich zwei Ebenen übereinander liegen. Ich weiß es nicht. Naja. Mara, du wolltest gerne noch darüber sprechen, ob der Klappentext zu viel vorwegnimmt oder in eine falsche Richtung lenkt und so weiter. Willst du da ja, mal was zu sagen? Ja, das ist halt die Frage, weil im Klappentext oder in der Inhaltsangabe wird ja schon sehr vorgezeichnet, dass sie ein Spiel mit Sven spielen.
Mhm. Und dann wäre meine Frage, ob das quasi jetzt eine Feststellung ist, also dass man so in der Art das dann auch liest, oder ob der Klappentext dann auch in die Irre führt, sodass man am Ende denkt, ja, stimmt das denn überhaupt? Oder kann man gar keinen von denen glauben? Ja, das ist eine interessante Frage. Das war bei mir irgendwann der Wandel, wo ich immer dachte, ah, okay, Sven ist die Hauptfigur, aha. Und irgendwann dachte ich mir, nee, eigentlich ist Yola die Hauptfigur, weil es, also was das die Geschichte angeht, weil Sven ja völlig austauschbar ist. Mhm. Sie sagt ja eigentlich ja nur ein Schachstück ist in ihrem großen Spiel und das sich wahrscheinlich in jedem Urlaub immer wieder wiederholt, wie sie andere Männer ranzieht, um ihren Theo zu malträtieren. Es gibt ja dann auch dieses eine Szene am Hafen, wo dann sozusagen noch ein dritter Mann fast reinkommt, mhm, der sich auch in Yola verliebt. Auch, ne? Ja. Und plötzlich Sven und Theo auf so einer auf einer Augenhöhe sind und sagen, ah, so fühlt sich das an, wenn sie einen neuen findet, und wir sind plötzlich im Hintergrund, wo ich dachte, ah, okay, für Yola sind diese ganzen Männer alle nur ein Schwert nach dem nächsten, mit dem sie Theo stechen kann. Deswegen dachte ich, ah, okay, wir sind eigentlich gerade in Yolas Geschichte drin und nicht in Svens, weil Sven austauschbar ist. Bis natürlich dann sich die Frage stellt, wie es dann zu dem Mord kam, der dann auch dazu führt, dass Svens ganze Existenz dann aufgegeben wurde, weil Antje ihn dann verlässt. Und ja, ich meine, diese Antje-Sven-Beziehung haben wir schon niederschmetternd als lame abgehakt, aber das ist natürlich dann schon da, wo sich für Sven dann was verändert, dass am Ende dann natürlich seine ganze Existenz ruiniert ist. Ob das alles so nötig gewesen wäre, weiß man auch nicht unbedingt. Er verlässt ja sogar, dass es dann tatsächlich gestimmt hat mit diesem Ricardo. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn es tatsächlich ausgedacht gewesen wäre. Also, als Antje rausfindet, dass ihr Freund eine Affäre hat, konfrontiert sie ihn und sagt dann, ich habe auch schon seit einem Jahr eine Affäre mit Ricardo. Und Sven sagt immer, dass vielleicht hat sie sich das jetzt gerade nur ausgedacht. Später sieht sie sie dann aber wieder mit Ricardo und sie ist auch schwanger von ihm. Also die Freundin schafft es, einen Neuanfang zu starten, während Sven völlig alleine der Verlierer der Geschichte ist. Aber ob das zu dem Zeitpunkt damals schon gestimmt hat, weiß man nicht. Aber ja, ich weiß nicht, es würde natürlich dazu passen, dass Sven das völlig übersieht, dass sie seit einem Jahr eine Affäre hat und es ihn überhaupt nicht interessiert hat und da gar nicht drauf kommt. Ich meine, man sieht das natürlich nicht immer, aber es würde natürlich dazu passen, dass sie eigentlich, ja, was heißt interessant, aber dass sie mehr zu bieten hat, als er ihr zutraut irgendwie, und dass sie auch mehr Bedürfnisse natürlich hat, als er bei ihr vermutet. Ja. Von daher. Also ich habe es ihr von Herzen gegönnt. Ich auch, ich war richtig froh. Ja, ich hätte das furchtbar gefunden, wenn sie sich das nur ausgedacht hätte, weil das dann sie noch ein weiteres Mal in so eine Art Opferrolle wiedergebracht hätte, im Sinne von, okay, wenn du eine Affäre hast, dann denke ich mir jetzt auch schnell eine aus, damit wir uns noch ansatzweise auf Augenhöhe begegnen können. Naja, wobei Sven ja so ein bisschen entschuldigt, ne? Es macht ja die Affäre von Sven weniger gravierend. Aber er behandelt sie die ganze Zeit so unfassbar scheiße, dass es doch einfach nur gut ist, dass sie schon seit einem Jahr sich was anderes, oder nicht was anderes, jemand anderes. Für sie als Mensch ist es natürlich gut, aber für sie als dramaturgisches Mittel wäre es vielleicht auch interessant gewesen, ihn noch mehr als Arschloch dastehen zu lassen, als er sagt, ach, ich habe eine Affäre übrigens, ach, ich auch. Na gut, dann. Ja, das stimmt. Aus der Perspektive betrachtet. Weil dadurch war diese Trennung auch so unspektakulär irgendwie so, ach, du hast eine neue, ah, du hast einen neuen. Ciao. Und dann hat man die Antje auch nie wieder gesehen. Und es war so raus, wo man eigentlich sagt, an dieser Figur Antje könnte mir ja total diesen Zwiespalt veranschaulichen, weil ja später auch noch so impliziert wird, ob lieben sie sich vielleicht doch noch, gibt es eine Möglichkeit zurückzufinden, aber dann doch nicht. Aber da hätte man vielleicht diese Schuldgefühle von Sven noch verhandeln können, anstatt zu sagen, ach ja, ich habe auch einen, ich bin raus, ciao. Mhm. Ja, gut, aus dramaturgischer Sicht stimme ich dir zu. An der Stelle habe ich dann, glaube ich, einfach eher so mit der Figur mitgelitten. Ja. Ich fand es so furchtbar, die Vorstellung, wie die da immer in ihrem Alltag zusammenleben müssen, dass sie einfach nur froh war, dass sie da sich einen Ausweg gesucht hat. Ja, das war ja der einzige Charakter, den man nicht hassen gelernt hat, war ja Antje. Und deswegen geht es wenigstens sehr gut. Ja, genau. Also Mara, um nochmal. Hauptsache Alessio geht's gut. In Bezug auf diese Frage rund um den Klappentext. Ich lese jetzt nicht häufig dieses Genre von Thriller oder Krimi und so weiter. Deswegen, ja, es ist ja die Frage. Jetzt muss Sven erleben, wie er vom Zeugen zum Mitschuldigen wird, bis er endlich begreift, dass er nur Teil eines mörderischen Spiels ist, in dem er von Anfang an keine Chance hatte. Ich finde, das ist so vage nur beschrieben, dass man es nicht zwangsläufig am Ende so betrachten muss, dass man sagt, okay, dadurch, dass ich den Klappentext gelesen habe, war mir das alles eigentlich schon komplett klar. Es sei denn, ich habe nicht richtig aufgepasst. Der steht vorne im Buch, steht eine Zusammenfassung immer, oder was? Genau. Ich finde, das ist generell beim Buchlesen eine interessante Frage, ob man diese Sachen liest oder nicht. Weil je nachdem, wie man das interpretiert, kann es halt schon einen kleinen Spoiler beinhalten.
Steht hier. Ja, ich selbst lese. Es ist bei jedem Buch so, dass eine Zusammenfassung auf der ersten Seite steht. So gut wie, ja. Aber das ist doch eher der Text, der danach zum Beispiel bei Amazon oder sowas auch als Inhaltsangabe, ja, genau, oder? Das ist einfach eine Inhaltsangabe. Entweder steht es hinten drauf oder vorne. Genau. Ah ja, stimmt, ja, hinten, ja, das kann, ja. Also ich lese solche Metatexte immer. Weiß ich auch nicht genau, warum. Damit nimmt man sich natürlich tatsächlich manchmal einige Dinge schon vorweg. Mhm. Aber mir ging es jetzt nicht so, dass ich den Klappentext gelesen habe und dann irgendwie dachte, okay, jetzt weiß ich schon komplett, was passiert. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe eher sogar so im Buch ab und zu an zwei, drei Stellen gedacht, dass so ein bisschen Cliffhanger-mäßig schon etwas beschrieben wurde, was darauf hindeutet, dass jetzt bald eine Leiche im Meer schwimmt und so. Man hat, sie hat, wisst ihr, was ich meine? Ab und zu hat sie so schon so vorweggenommen, was passiert. Foreshadowing. Und das fand ich dann teilweise so ein bisschen, hat sie Spannung rausgenommen. Oder zum Schluss hieß es auch, das war das letzte Mal, dass ich die beiden gesehen habe, wo ich dachte, naja, auf den letzten Seiten will ich vielleicht schon noch mal hoffen, ob die sich doch noch mal sehen. Und dadurch war die Spannung auch raus. Mhm. Was sagt ihr generell dazu, wenn du irgendwie dramaturgische Geschichten schreibst und dich da ja mal ein bisschen einliest und so, dann wird dir ja schnell irgendwie beigebracht, oder egal, bei solchen Szene-Talks sagt man eher, dass es so Happy-End-Dinger sind, eher verschrien. Dann willst du eigentlich kein Happy-End, das ist Kitsch, das ist irgendwie eine schlechte Dramaturgie, wenn du zum Schluss so ein Happy-End hast, das kennst du aus Märchen, wir machen jetzt was Neues, deswegen sind eher so feuilletonistische Bücher, die vom Feuilleton gelobt werden, sind jetzt selten mit Happy-End oder mit so einem klaren Ende, sondern oft, zumindest geht's mir so, wenn du so ein Buch liest, dann hat es ein offenes Ende, auch bei Filmen ist oft so mit offenen Enden. Wie steht ihr dazu? Findet ihr, weil ich habe mir in dem Fall auch zumindest, ist jetzt unabhängig von Happy End oder nicht Happy End, aber so ein bisschen was mehr Klärung hätte ich mir erhofft. Also nicht erhofft im Sinne von schade, dass sie nicht geschrieben hat, sondern in einem drin ist ja dieser Drang danach zu verstehen, was jetzt weitergeht. Und ich will nicht, dass ich mir das selbst überlegen muss, sondern eigentlich will ich, dass sie mir erklärt, lebt er jetzt noch? Ja, sind die jetzt zusammen oder nicht? Wie steht ihr dazu? Oder findet ihr es eigentlich schön, wenn so Sachen offen gehalten werden oder auch kein Happy End passiert? Also konkret bei diesem Text ist ja sehr viel am Ende und dann lebten sie so und so und so und so. Er wandert dann ja auch noch nach Thailand aus, weil sein Ruf als Tauchlehrer auf der Insel irgendwie eigentlich auch zerstört ist. Echt? Oh, ja. Ich dachte, er geht zurück nach Deutschland. Nee, hat er nicht nur sein Equipment verkauft an einen Tauchlehrer, der in Thailand eine neue Existenz aufmachen will? Ich dachte, er verschifft sein Equipment nach Deutschland und geht nach Thailand. Okay. Also drei verschiedene Enden, wie man das so liest. Er hat so zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, am Anfang sagt er, dass er gerade seine ganzen Sachen nach Thailand schickt, weil er irgendjemand so ein Tauchding aufmachen will. Ja. Und dann sagt er am Ende auch wieder, ja, mein Flug nach Deutschland oder sowas. Aber genau, vielleicht will er auch über Deutschland dahin oder natürlich sehr irreführend. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Weil es heißt ja dann am Ende auch, weil also diese ganze Narrative rund um Deutschland, er bezeichnet das ja immer als Kriegsgebiet und er ist da weg, weil das findet alles, was mit Deutschland zu tun hat, schrecklich. Und am Ende sagt er, Krieg ist kein geografisches Phänomen oder ist nicht geografisch beschränkt. In einem selbst. Es ist auch hier, das heißt, er kehrt wieder zurück. Das heißt, man könnte das in gewisser Weise fast als Happy End lesen, weil ganz übergeordnet ist es die Geschichte eines Menschen, der sich isoliert, aber dann trotzdem wieder zurückkommt irgendwann nach diesen Geschichten. Also der sagt, ich will mit dem alles nicht mehr zu tun haben, ich will mich nicht mit fremden Menschen einlassen, ich will Menschen nicht zu nah an mich ranlassen, hat dann eben diese katastrophale Geschichte auf dieser Insel und kehrt dann aber wieder zurück zu einem vielleicht politischeren Leben, wenn er sagt, ich kann mich für dem Kriegsgebiet nicht entziehen, ich muss teilnehmen an dem Krieg vielleicht, falls man da ein Happy End sieht oder vielleicht auch was Beziehungen und solche Nähe angeht, dass er sich da mehr öffnet. Also vielleicht kann man es irgendwo auch als Happy End lesen, dass es das alles gebraucht hat, um ihn aus seiner Isolation oder aus seinem Schwebezustand rauszuholen. Aber was sagst du generell dazu, dass man fast schon krampfhaft versucht, eine Geschichte entweder offen zu halten oder eben kein Happy End zu machen? Zu schreiben? Nee, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, auch eine. Also ich mag es eigentlich immer, wenn es ein bisschen offener ist. Ich finde diese ganze, alles abschließen am Ende und dann ja, dies und das, finde ich dann oft immer unnötig. Aber es ist natürlich, wenn du einen Roman so konzipierst mit wer hat recht, was ist passiert, was ist klar, dann musst du schon am Ende dann irgendwie so ein bisschen was klären. Aber ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen subtiler gemacht hätte, ohne diesen ganzen Thriller-Plot-Punkte, sondern eher diese verschiedenen emotionalen Ebenen betont hätte, dann kann es auch offener bleiben. Aber so ist natürlich schon angelegt, dass man sich betrogen fühlt. Mhm. Wenn man am Ende nicht kriegt, so war es oder zumindest so hätte es sein können, ohne es komplett offen zu machen. Also ich meine gar nicht, dass es jetzt dass es ein offenes Ende war, du hast schon recht, es wird ja viel beschrieben, aber man wünscht sich, innerlich ist der Drang schon da, dass die nochmal ein klärendes Gespräch führen oder dass er die anzeigt oder dass einer dafür in den Knast geht. Weißt du, so diese klassischen Gedanken, die man dann natürlich hat, wenn man so einen Mord miterlebt hat als Leser. Ja, aber
Ja, es ist natürlich ein total bedrohliches Ende letztendlich, auch wenn man dann liest, dieses Paar mit ihrer komplett toxischen Beziehung heiratet dann auch noch und sie leben offensichtlich immer noch so weiter. Ja. Das hat dich vielleicht geärgert, Lars, und ich würde gerne noch wissen, gibt es Sachen, die euch richtig an dem Buch geärgert haben? Also, weil wir haben ja schon gesagt, so zum Teil fanden wir die Figuren negativ und so weiter. Was mich aber wirklich auch noch richtig geärgert hat, ist, wie abfällig die Frauenfiguren insgesamt behandelt und geschildert werden. Also ich fand das auch tatsächlich fast ein bisschen irritierend. Das ist natürlich vielleicht auch völliger Quatsch, sowas so zu denken, weil ja auch die Frage von Autor und Text trennen und so weiter immer im Raum steht. Aber ich find's krass, dass Julie C. als Autorin so misogyn letztendlich ihre Frauen beschreibt und sie so handlungsunfähig darstellt, weil all die Reaktionen, die Yola letztendlich auch bringt, selbst wenn sie dann versucht, einen dieser Männer umzubringen, macht sie ja alles aus der Notsituation heraus, dass sie in dieser toxischen Beziehung ist, aus der sie ansonsten nicht rauskommt. Die Antje lebt halt auch so ein aufopferungsvolles Leben auf eine gewisse Art und Weise. Wie gesagt, vielleicht war auch deswegen meine Erleichterung so groß, dass sie dann auch noch den Ricardo hat. Aber ich fand das wahnsinnig unangenehm. Dann halt auch noch mit diesen Klischees, die natürlich in der Figur Sven angelegt sind, dass er so Männer-Frauen-Klischees die ganze Zeit hat. Aber ich fand es furchtbar, dass das so ein Ungleichgewicht gibt. Lisa? Also vor allem, was ich ganz schlimm fand, war diese Kennenlernszene von Yola und Theo, wo er sie die ganze Zeit beleidigt und sagt, ja, Schauspieler sind alle dumm und die haben nur Stroh im Kopf und sowas alles. Und dann steht sie voll auf ihn. Und du denkst ja, was, what? Ja, richtig unangenehm. Fand ich das. Ja, sie ist ein Missbrauchsopfer. Also ja, aber da doch noch nicht. Da haben die sich dann noch nicht mal kennengelernt. Ja. Das war ja noch davor. Nee, aber sie wurde doch schon seit, oder denkt, also habt ihr das so gelesen, dass sie erst ab da missbraucht wurde? Nee, die wird doch schon ihr Leben lang. Wer wehrt sich? Was von wem? Wie? Was? Meinst du von dem Vater? Wer hat sich da alles kennengelernt? Nein, ich glaube, Mara, du musst beschreiben, was du mit der Kennenlernszene meinst. Wer lernt sich wen kennen? Yola und Theo lernen sie auf dieser Party. Als sie das erste Mal kennengelernt haben. Bevor sie zusammen. Ich dachte, die haben sich auf der Insel kennengelernt. Nein. Okay. Nee. Ja. Es gibt ja sowohl die Kennenlerngeschichte von Antje und Sven, über die wir eben schon gesprochen haben, die so furchtbar ist, wo er halt dann quasi auch mit einer Minderjährigen schläft. Und dann wird auch einmal geschildert, wie das Paar Yola und Theo zusammengekommen ist. Was ich auch ganz furchtbar fand, war diese Katzengeschichte, wo dann die Mutter, also wo Yola versehentlich ihre geliebte kleine Katze umbringt, aber wirklich versehentlich. Und die Mutter seitdem dann immer das wie so eine Anekdote erzählt und sagt, ach ja, meine kleine Mörderin. Da dachte ich, okay, was soll denn daraus werden? Also klar, was da rauskommt, oh Gott. Aber fandst du furchtbar im Sinne von, das ist eine furchtbare Szene, die nimmt einen mit? Oder furchtbar im Sinne von, wieso hat sie das geschrieben? Nee, das fand ich jetzt eine gute Begründung für spätere Traumata. Ja. Aber es ist an sich einfach so eine super Gänsehaut-Situation, wenn man sich vorstellt, in was für einem Elternhaus sie aufgewachsen sein muss, wenn die Mutter sie dann immer vermeintlich liebevoll die kleine Mörderin nennt. Ja. Ja, das hat mir, das ist, glaube ich, auch das, warum insgesamt eher so ein negativer Nachgeschmack für mich da geblieben ist, weil ich dieses Umgehen mit den weiblichen Figuren wirklich gar nicht gut abkonnte. Das kann ich verstehen, aber ich glaube, ich würde Julie C. nicht unterstellen, dass sie das nicht weiß, sondern ich glaube eher, dass sie dieses Bild kreieren wollte, dass sie eben ja auch deshalb aus der Ich-Perspektive die Situation geschildert hat und das, die Ich-Person ist nun mal auch ein Arschloch, ein misogynes Arschloch und deswegen finde ich das dann wiederum nicht so bedenklich, dass sie eben. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist dieser Übertrag vom Text auf die Autorin auch Quatsch, aber ich fand es einfach faszinierend, weil es mir, glaube ich, schwerfallen würde, einen Roman zu schreiben, in dem Frauen solche Opferrollen innehaben. Aber ich bin auch keine Bestseller-Autorin wie Julie C. Jetzt mal, wie viele Frauen gab es? Die eine Frau ist halt eine Opferrolle, weil sie ein Opfer von Missbrauch ist und die andere Frau wirkt wie ein Opfer, ist aber dann doch kein Opfer, weil sie eine Affäre hat. Und deswegen. Und du kannst ja nicht eins zu eins sagen, sie Mastermind, die den perfekten Mord geplant hat. Ja. Wir wissen es ja nicht, wir haben ja immer diese zwei Perspektiven. Ja. Von daher. Aber es stimmt schon, ja, es stimmt schon. Heftige Beschreibung. Ich fand gerade den Mittelteil super anstrengend, vor allem diese Gespräche zwischen Theo und Sven. Mhm. Wenn es dann immer hin und her ging mit, wer hat jetzt mit wem, ist dann doch wieder zusammen, seid ihr doch zusammen, hin und her. Das war für mich alles so super ausgesprochen und alles da. Irgendwie dann, das ist dann oft so, wenn am Anfang so diese Beziehung sich entspinnt und es ist spannend und interessant und dann passiert und dann kommt diese schrecklich lange Zeit, wo sie dann immer hin und her reden und die beiden sich nicht wirklich was zu sagen haben. Und da hat es mich wirklich, da hat es mich geärgert, aber ansonsten. Also ich fand alles in allem, ich fand das Buch ja nicht schlecht, aber wie gesagt, ich hätte es
Ich habe vielleicht auch was anderes erwartet irgendwie. Ich fand diese ganzen Thriller-Plot-Elemente irgendwie so ein bisschen schwierig und haben so davon abgelenkt von einer vielleicht interessanten Liebesgeschichte, die es hätte sein könnte. Mhm. Liest du denn generell gerne Krimis oder Thriller? Nee. Nee, ich auch überhaupt nicht. Vielleicht liegt das auch noch dann das könnte dem Ganzen zu müssen wir mehr lesen. Ja, wir mehr lesen. Und Mara? Nee. Auch nicht. Ja, gut. Du bist der Einzige, der hier regelmäßig Bücher liest. Laser das ganze Regal voll mit Enid Blyton. Immer abends. Nein, aber also lese ich schon gerne. Ich habe das Buch richtig genossen. Wie viele von 5 Zitter rochen? Nee, sowas machen wir nicht. Wir sind eine ernsthafte Literatursendung. Von Sternen. Da fangen wir jetzt nicht an mit, wie viel Lesezeichen gebt ihr von... Wie viel Lesezeichen gibst du? Nee, ich enthalte mich. Nein, von 5 meine ich jetzt? Nee. Also von 0 bis 5? Kriegt ihr nicht aus. Nee. 5 von 7. Aber du hast schon andere Bücher von Julie C. auch gelesen? Ja, dieses Unterleuten habe ich gelesen, ja. Okay, ja. Also Unterleuten fand ich im Vergleich auf jeden Fall 1000-mal besser. Unterleuten fand ich Hammer. Von Unterleuten habe ich auch mehr mitgenommen, so, weil viel mehr so eben dieses Stadt-Land und die einzelnen Charaktere und so viel spannender, aber viel interessanter, feuilletonistisch gesehen viel interessanter, aber spannungstechnisch fand ich das, ging viel, also hat man viel schneller gelesen und war, hat mich irgendwie mehr interessiert, liegt am Thema und so. Aber Unterleuten ist schon das bessere Buch, sag ich jetzt mal. Ja. Aber dadurch, dass das so klein ist, und so schnell zu lesen ist, kann ich es jedem empfehlen. Und es klingt so ein bisschen nach, die Mitte ist so lang und es zieht sich alles so lang. Das mag deine Empfindung sein, aber ich finde, so lang ist es insgesamt ja nicht. Und deswegen kann man diese kurze Durststrecke, wenn sie dann so quälend war, auch überstehen. Ja, also ich muss auch sagen, wenn man Interesse hat, sich mit dem Gesamtwerk von Julie C. mehr auseinanderzusetzen, weil die hat ja wirklich ein wahnsinnig großes Oeuvre, ist das auf jeden Fall ein geeignetes Buch. Weil es, also was ich bei der Autorin faszinierend finde, ist, wie viele unterschiedliche Themen die in den Romanen anspricht. Ich habe noch Corpus Delicti von ihr gelesen. Das ist so eine Art Kammerspiel, glaube ich, auch rund um einen, ich weiß nicht, ob es um einen Mordfall ist, das ist schon ewig her, aber es geht auf jeden Fall auch in den juristischen Bereich. Sie ist ja auch selber ausgebildete Juristin, soweit ich weiß. Und Spieltrieb ist so eine Geschichte über zwei Schülerinnen oder einen Schüler und eine Schülerin, die irgendwie so einen Komplott gegen einen Lehrer machen, unterleuten wiederum jetzt dieses Buch. Was in diesem Dorf spielt und diesen Stadt-Land-Konflikt aufmacht. Und dann habe ich noch Neujahr von ihr gelesen. Das spielt auch auf Lanzarote und ist dann aber auch eher aus so einem. Da verschwimmen so ein bisschen die Welten miteinander. Das hat mich an das Buch von Daniel Kehlmann, was du auch gelesen hast, erinnert, du hättest gehen sollen. Hm. Da geht so ein Mann auf eine Reise oder auf eine Wanderung einen Berg hinauf und am Ende, als er wiederkommt, kleiner Spoiler, ist die Welt irgendwie eine ganz andere, als er die ganze Zeit dachte oder so. Und ich finde es einfach schon faszinierend, was für ein breites Spektrum an Erzählungen sie aufmachen kann und wie viel Fantasie und Ideen sie letztendlich hat, um die in Bücher zu packen. Also es ist schon kein Wunder, dass sie eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen ist, glaube ich. Also ich würde sagen, vielen Dank an alle, die hier ihre Meinung geäußert haben. Ihr da draußen hattet ja die Möglichkeit, das Buch auch zu lesen. Wenn nicht, dann könnt ihr jetzt das noch nachholen. Schreibt unbedingt in die Kommentare. Wir sagen das nach jeder Show, schreibt es in die Kommentare. Aber in diesem Fall interessiert es uns natürlich ganz besonders eure Meinung zu dem Buch, wenn ihr es gelesen habt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir wünschen würde, dass Julie C. diese Sendung sieht. Wir sind natürlich keine Literaturkritiker und Kritikerinnen und haben uns beste Mühe gegeben, hier einigermaßen unsere Meinung zumindest zu schildern. Aber natürlich, ich finde, es war ein cooles Experiment zu sagen, jetzt haben wir ein Referat gemacht, was machen wir als nächstes? Florentin hat gesagt, lass uns noch mal ein Buch rezensieren. Why not? Also lasst so oder so ein Like da und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Buchclub oder sonst. Wollen wir es noch mal machen oder was? Ich fand es nicht schlecht. Jetzt nicht, okay. Die Frau ja, nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.